our love is not going on. They say you better go away, 'cause this love is made of sorrow and pain. Love is enough. Love is enough. I know that love is enough. Love is enough. We can make it through stormy weather. Tag, an dem du endlich damit aufhörst, den erklär ich zum Feiertag. Betreib mal nicht an, deshalb so wild. Au! Oh, oh, oh. Kann ich Ihnen helfen? Ach, das ist aber nett von Ihnen, danke. Muss er denn auch unbedingt Fußball spielen? In dem Alter. Warum kann er nicht schön gepflegt mit mir ins Theater gehen? Ja, ja. Männer brauchen was, wobei sie kurze Hosen tragen können. Wer sagt das? Meine Mutter. Kluge Frau. Hat sie Ihnen auch gesagt, dass alle Kerle gleich sind? Treiben Raubbau mit ihrer Gesundheit. Arbeiten zu viel. Starrköpfig. Also, wehleidig. Nun ist aber genug, ja? Was ist denn hier los? Herr Kreuzer, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Retten Sie mich, ich werde gerade Opfer der Emanzipation. Professor, lassen Sie mich raten, Sie haben wieder Fußball gespielt. Und so ist es. Ich übernehme das. Und was kann ich für Sie tun? Tut mir leid, ich bin kerngesund. Herr Oberarzt, würden Sie sich liebenswürdigerweise vielleicht um Ihren Chef kümmern? Selbstverständlich. Entschuldigen Sie uns bitte. Sagen Sie, wo finde ich die Oberschwester? Was wollen Sie denn von ihr? Ich fange ein Praktikum an, bin Schwesternschülerin. Ach so, ach so, ja, ich erinnere mich. Oberschwester Ingrid Rischke. Hallo. Herzlich willkommen. Das ist jedes Jahr ein Ereignis, Kreuzer. Fantastisch. Wer hat da jetzt eigentlich gespielt? Ja, Leipzig gegen Dresden. Die Ärzte von Leipzig gegen die von Dresden. Ja, wenn ich mir den Knöchel so anschaue, dann sollten Sie vielleicht lieber die Trainerlaufbahn einschlagen. Das ist ziemlich geschwollen. Ach was. Ich habe so einen Pass geschlagen, 30 Meter, dabei bin ich umgeknickt. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Glück gehabt, nichts gerissen. Mhm. Nur gedehnt. Sagen Sie, hatten Sie nicht von der Verletzung schon vor ein paar Wochen am selben Fuß? Aha, ja. War nach dem Spiel gegen den Mediziner aus Halle, nicht wahr, Gerne? Ja, das war halb so schlimm. Ihr Knöchel entwickelt sich zu einem neuralgischen Punkt, Herr Professor. Ach was. Doch, doch, doch. Ihre Achillesferse sollten da aufpassen. Ach ja, bitte. Vergleichen Sie doch ruhig weiter mit griechischen Helden. Bin ja nur ich, die sich da mit seinen Größen warm rumschlagen muss. Also wenn er nicht mein Chef wäre, dann würde ich ihm sowieso empfehlen, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, ne? Aber ich bin Ihr Chef, Kreuzer. Und außerdem ein ganz genialer Spielmacher. Herr Professor, finden Sie nicht, ein großer Sportler sollte auf dem Zenit seiner Laufbahn abtreten? Ja. Ihr wollt einem armen, leidgeprüften Mann das Salz des Lebens nehmen. Und ich dachte immer, ich sei das Salz deines Lebens. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Sie hingegen, verehrte Oberschwester, sind die schönste Hauptsache der Welt. Kreuze, Ihr Chef ist ein solcher Charmeur. Von dem können selbst Sie wieder eine Scheibe abschneiden. Arzu hat in ein paar Wochen ihre Prüfungen und macht vorher bei uns noch ein Praktikum. Wie praktisch. Tja, danach gute Zusammenarbeit. Yvonne und Fladi, Sie beide machen mit Arzu jetzt einen kleinen Rundgang und zeigen ihr alles. Okay. Sagen Sie, habe ich so einen Eindruck auf Sie gemacht, dass Sie gleich hier anheuern? Ein bisschen erinnern Sie mich an meinen Hund. Wenn ich mir was zu essen mache, denkt er auch immer, das wäre für ihn. Frau Dr. Kreuzer, musst du dich in Acht nehmen. Glauben Sie ja kein Wort. Sie wissen doch, Hunde, die bellen, beißen nicht. Dr. Kreuzer, ich würde es halt ganz gerne weitermachen. Ja, nur eins noch. Wenn Sie in diesem Haifischbecken hier überleben wollen, dann brauchen Sie unbedingt Hintergrundinformationen. Das ist ganz wichtig. Und die bekomme ich natürlich nur von Ihnen. Natürlich. Und wenn Sie wollen, gleich heute Abend nach Dienstschluss. Ich fürchte, da werden Sie selbst Gespräche führen müssen. Kann ja auch ganz unterhaltsam sein. Gehst du mal ans Telefon? Gut gemacht. Schwester Yvonne? Nein. Dankeschön. Achtung, Kollegen. Ein alter Freund des Hauses wird gerade eingeliefert. Los! Geben Sie mir was! Los! Geben Sie mir irgendwas! Das Rasen, das ist halbweise Atemnot. Quatsch! Luft kriege ich genug, aber die Pumpe! Wir haben ihm gleich mal seinen Schlafanzug eingepackt. Danke, tschüss. Na, Kramer, haben Sie wieder mal Sehnsucht nach uns? Quatsch, ich bin froh, wenn ich euch Klempner nicht sehen muss. Und geben Sie mir irgendwas! Herzen? Nein! Druckgefühl in der Brust? Es ist kein Infarkt, Sie Anfänger! Und geben Sie mir verdammt nochmal irgendwas von diesem Beruhigungszeug! Eins, zwei, drei. Schwester, zwei Einheiten, wie immer. Ich bin gleich wieder da. Der hat mir gerade noch gefehlt.
Ist er denn so schlimm? Ja, Kramer ist ein richtiger Kotzbrocken. Das Schlimme ist, alle 2-3 Wochen haben wir ihn an der Backe. Also oder kurz oder lang kriegt er einen Infarkt, aber er lässt sich ja nicht helfen. Wieso? Er ist ein wandelnder Wutanfall. Bestimmt jeden, der in seine Nähe kommt. Wahrscheinlich, weil er bei einem Ampfer total Angst kriegt und dann durchdreht. Also Kramer, entschuldige, ist ein Penner. Normalerweise rede ich nicht so über Patienten, aber der... Kein Mensch weiß, warum er diese Anfälle überhaupt hat. Körperlich ist er völlig okay. Was Psychosomatisches? Wenn ein Arzt ihn daraufhin anspricht, dann springt den Kramer sofort an die Gurgel. Er will nur Medikamente. Tja. Man müsste mit ihm mal richtig sprechen. Würde ich gern tun. Du? Wieso nicht? Naja. Weil wir nicht möchten, dass du gleich am ersten Tag alles hinschmeißt vor lauter Frust. Schwierige Patienten wirst du schon noch früh genug bekommen. Zu manchen Menschen muss man einfach nur ein bisschen nett sein. Dann geht das schon. Nicht bei Kramer. Also nichts gegen deine frische, unverbrauchte... Naivität. Naja. Du wirst deine Erfahrung schon noch machen. Manche Patienten muss man einfach mit Vorsicht genießen. Sie haben wieder mal Glück gehabt, Herr Kramer. Aber oft wird Ihr Herz das nicht mehr mitmachen. Was geht Sie das an? Nichts, aber ich bin Ihr Arzt. Oh, Blödsinn. Ich bin Ihnen ausgeliefert. So sieht es aus. Das ist Dr. Barath, den kennen Sie ja auch schon. Tag, Herr Kramer. Ach Gott, der andere Kurpfuscher. Herr Kramer ist noch ein bisschen geschwächt und wir werden ihn für ein paar Tage hier behalten. Mhm. Verplemperte Zeit, wozu? Nennt mir einen vernünftigen Grund. Wir wollen, dass Sie wieder auf die Beine kommen. Ihr Brüder bringt mich höchstens unter die Erde. Herr Kramer, ich empfehle Ihnen nicht aufregen, das ist Gift für Sie. Sagen Sie mir nicht, was ich tun und lassen soll, ja? Und fangen Sie bloß nicht wieder mit Ihrem halbgaren Psychoquatsch an. Ihr könnt ja noch nicht mal rauskriegen, was mir fehlt. Dann schicke ich Ihnen mal eine Schwester vorbei und die bringt Sie auf Ihr Zimmer. Auch noch Feige! Chef, Professor Reichert ist da. Sehr schön. Vielen Dank, war schön mit Ihnen zu plaudern. Danke, gleichfalls. Kaffee? Sehr aufmerksam, Barbara. Grüß dich, Paul. Schön, dich zu sehen. Du humpelst ja. Ja, Fußball. Beim Golf wäre dir das nicht passiert. Bitte. Gib's auf, seit Jahren versuchst du mich für Golf zu gewinnen. Ich habe dir die Unterlagen mitgebracht. Alles über das Thema Hepatologie, Vorträge, Artikel und so weiter. Ausgezeichnet. Und hier ein Antragsformular für den Golfclub. Du kannst es nicht lassen. Du weißt, ich gebe nie auf. Hast du übrigens gehört, dass Lindner Chefarzt wird in der Paracelsus-Klinik? Nein, Lindner? Ja, ist noch nicht offiziell, aber ich erfahre sowas immer zuerst. Und weißt du auch wieso? Golf. Genau. Deshalb kann ich dir auch sagen, wer für die Präsidentschaft der erste Kammer kandidiert. Du glaubst gar nicht, wen man im Golfclub alles trifft. Ja? Da erfährst du in einem Nachmittag mehr als sonst im ganzen Monat. Übrigens, wäre das nicht auch was für deine Frau? Ich meine, Golf ist ja nicht nur ein Sport, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Golfschläger in der Hand gehabt. Aber gerne, das lernst du. Glaub mir das. Weißt du was? Wir gehen jetzt für eine Stunde auf den Golfplatz. Du bekommst von mir einen Schnupperkurs. Jetzt am Vormittag? Ja, natürlich. Du wirst sehen, wir werden nicht allein sein auf dem Golfplatz. Weißt du, Paul, ich bin im Moment wirklich nicht in der Form. Du warst doch sonst immer für alles zu haben. Eine Stunde. Ja, ja, so haben wir alle mal angefangen. Idealismus und so. Genieß es, das ist bald vorbei. Gute Menschen arbeiten, ihnen helfen, ständig neue Herausforderungen. Ist doch toll. Na, also, gefällt es Ihnen bei uns? Ja. Schön. Dann gehen Sie jetzt ins Schwesternzimmer zu Schwester Renate und lassen sich in Ihren Dienst einweisen. Mach ich. Ich will ja gar nicht herankommen. Oh, oh, nur Schluss mit lustig. Zieht's wie Hechtsuppe. Kalt ist es. Komm, es. Der Herr Kramer, einen wunderschönen guten Tag. Dieser Tag ist nicht schön. Hier drin ist jeder Tag der nackte Horror. Herzlich willkommen auf unserer Station, Zimmer 48. Das ist für Dr. Heimann. Ist das ein Einzelzimmer? Nein, die sind alle belegt. Sind Sie noch recht bei Trost? Sie geben mir ein Einzelzimmer oder Sie können es vergessen. Herr Kramer, es ist geben leider so, Sie sich dass... keine Mühe. Würden Sie mich bitte mal ausreden lassen? Es ist zwar ein Zweibettzimmer, aber außer Ihnen liegt da niemand drin. Aber wenn Ihnen das nicht gefällt, ich lasse Sie gerne so lange auf dem Flur liegen, bis ein Einbettzimmer frei wird. Ja, schon gut, solange das Zimmer leer bleibt von mir aus. Kann man sowieso niemanden zumuten mit Ihnen auf einem Zimmer. Liebe Zicke. Medikation hilft nicht weiter.
Das Herzrasen kommt immer wieder. Also Herzschrittmacher. Das sehe ich anders. Ist doch keine Frage der Sichtweise. Der Mann ist infarktgefährdet. Kramers Probleme sind psychosomatischer Art. Diese dauernden Beschimpfungen sind Ausdruck seiner Angstzustände. Aus Angst wird Aggression. Was der Mann braucht, ist eine Therapie. Die wird er aber nicht machen. Soviel ich weiß, wehrt er sich mit Händen und Füßen dagegen. Psychotherapie, bis das greift. So lange kann der Mann nicht warten. Das nächste Mal stirbt er uns unter den Händen weg. Barach, Sie haben recht, aber Kramers Probleme wären mit einem Schrittmacher nicht gelöst. Der Körper sucht sich ein anderes Ventil und produziert neue Symptome. Was ist denn das für eine Argumentation? Das nächste Mal, wenn wir einen Schwerverletzten im OP haben, lösen wir erstmal seine privaten Probleme, bevor wir sein Leben retten, oder was? Natürlich nicht. Ich kann dieses psychosomatische Geschwafel nicht mehr hören. Super. Das ist wahr. Hypothesen, Vermutungen, am Kern der Sache immer haarscharf vorbei. So, und jetzt reicht's. Hey, Kollegen, wir sind doch hier nicht auf dem Schulhof. Außerdem wird Kramer weder eine Operation durchführen lassen, noch wird er eine Therapie machen. Also ihr könnt echt aufhören mit eurer Prinzipienreiterei. Die Frau Schröder aus der 42 darf jetzt ab Montag wieder etwas essen. Bis dahin wird sie per Infusion. Oberschwester, wir bekommen noch einen Patienten. Wir sind voll. Ich weiß. Der soll auf eine andere Station. Sind auch alle belegt. Tja, dann geht's ja wohl nicht anders. Sie möchten noch den armen Patienten nicht zu Herrn Kramer legen, oder? Haben Sie eine bessere Idee? Der Letzte, der sich mit ihm ein Zimmer geteilt hat, ließ sich nach 2 Tagen in die Paracelsus-Klinik verlegen. Was man ihm ja wohl auch kaum verdenken konnte, aber haben wir eine andere Wahl? Der Kramer wird toben. Man muss es ihm vorher sagen. Schonend. Wer traut sich? Nein. Nein, mein Kind. Für Sie ist das noch nichts. Sie sollen Ihren Enthusiasmus nicht schon gleich am ersten Tag verlieren. Sowas mache ich schon selbst und Sie, Fladi, Sie begleiten mich, ja? Fladi, ja, wieso denn ich? Naja, so einem wie Kramer sollte man nur zu zweit entgegentreten. Ja, sehr witzig. Hältst du mal. Dann komm hier ja nur mal wieder ich als Bodyguard in Frage, was? Auf in den Kampf. Ja. Herr Kramer, jetzt haben wir doch noch für Sie eine sehr angenehme Gesellschaft gefunden. Was? Was? Der Herr heißt Kiso und ist ein äußerst netter, ruhiger, älterer Herr. Also stören wird er Sie nicht im Mindesten. Sie werden ihn kaum bemerken. Man hat mir ausdrücklich zugesichert, da kommt keiner rein. Ausdrücklich! Ich weiß. Und sobald ich irgendwo ein Bett frei habe, werde ich diesen Herrn auch dorthin verlegen. Sehen Sie, Herr Kramer, es ist doch vielleicht nur für ein paar Stunden. Das ist eine Unverschämtheit. Bodenlos! Ohne Gleichen! Bitte, bitte beruhigen Sie sich. Hier kommt keiner rein, haben Sie das kapiert? Ruhig. Ich lass mich nicht bescheißen, nicht? Herr Kramer, bitte ganz ruhig. Fährlich! Und weil wir nicht wollen, dass aus der Gastritis ein Magengeschwür wird, halten wir ihn ein paar Tage hier. Da werden sich meine Nerven wieder etwas beruhigen. Na, dann bringe ich Sie jetzt erstmal zu Ihrem Zimmergenossen, Herrn Kramer. Na, Herr Kramer, die Station ist wohl voll? Alle Stationen. Sie haben Schmerzen? Ein wenig. Sie bekommen gleich ein Schmerzmittel. Wenn das mal gut geht. Ich denke ja gar nicht daran, kommt überhaupt nicht in Frage. Haben Sie so viel Stress, dass Ihr Magen so angegriffen ist? Meine Nerven sind einfach nicht die besten. Braucht nur das Telefon zu klingeln. Schon ziehen sich meine Magensäfte zusammen. Versuchen Sie es ruhig. Den schiebe ich eigenhändig wieder raus aus dem Flur. Was ist denn das für ein Geschrei? Glauben Sie ja nicht, ich mache mit. Glauben Sie das ja nicht. Kommen Sie schon. Kommen Sie. Herr Kramer, jetzt reißen Sie sich bitte mal zusammen. Ende der Diskussion. Ende. Auf Wiedersehen. Raus, raus, raus. Ich will keinen mehr sehen. Guten Tag, Herr Kramer. Ich bin Schwester und Schülerin Arsum. Ich habe Ihnen jemanden mitgebracht. Ach ja? Den Herrn Kiso. Sie werden sich bestimmt gut vertragen. Guten Tag. Ist doch schöner, wenn man ein bisschen Gesellschaft hat. Finden Sie nicht auch? Ja. Ja. Herr Kiso hat noch gar kein Bett, oder? Oh, kommt sofort. Ja, wen haben wir denn da? Frau Kollegin. Reichert, ich grüße Sie. Frau Professor Krenzler. Ihr kennt euch?
Professor Simoni, ein Neuzugang? Er überlegt noch. Eine halbe Stunde und ich habe ihn soweit. Wie sieht's denn aus? Haben Sie was erreicht? Frau Professor Kressler ist im Stadtrat. Ich weiß. Und sie setzt sich dort ein für die Budgeterhöhung an der Leipziger Klinik. Tatsächlich. Die Geschichte läuft, machen Sie sich keine Sorgen. Das geht alles seinen Gang. Das ist wirklich eine sehr schöne Anlage. Das hättest du sehen sollen. Der Kramer war wie verwandelt. Ja, und wie hat sie es gemacht? Ich meine, hat sie irgendwas gesagt oder getan? Nein, sie stand nur da. Sie war ganz normal. Hat er... Ich meine, vielleicht... Was, hä? Vielleicht hat Kramer sich in sie verknallt. Das ist ja ganz hübsch. Hübsch? Die Frau ist ein Hammer. Also, wenn ich mit Alina nicht so glücklich wäre, dann wird... gut. Außerdem kann ich mir das nicht vorstellen. Der Typ könnte ihr Vater sein. Wenn nicht sogar ihr Großvater. Achim hat endlich ein neues Opfer gefunden. Was? Opfer? Warte mal. Ach so. Wie heißt sie? Roland Spind. Ist die neue Schwesternschülerin nicht dein Geschmack? Ach, die kleine Asu. Ja, die ist wirklich süß, ne? Stimmt, die ist echt süß. Na mal, wer mit meiner Tochter zusammen ist, der guckt gefälligst keine anderen Frauen an. Will die Kleine auf deinen Charme etwa rein? Hm. Roland will ja nur für Gesprächsstoff sorgen, ne? Ist sie das? Ja. Wie benimmst du dich? Ist ja peinlich. Darf ich Ihnen gratulieren? Sie sind die hübscheste Frau, die jemals diese Cafeteria betreten hat. Ich möchte Ihnen auch gratulieren. Sie sind der charmanteste Schaumschläger, der mir in den letzten 5 Minuten begegnet ist. Nun weiter so. Ist sie nicht ein bisschen jung für dich? Wieso? Sie ist 19. Na, aber cleverer als die meisten 30-Jährigen, ne? Oh, zumindest cleverer als Sie, Herr Doktor. Aufhören! Schluss mit dem Krach! Freundchen, nicht einschlafen! Hallo, 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 hallo! Sie schnarchen! Was sind Sie nur für ein Mensch? Wie darf ich Ihre Frage verstehen? Wissenschaftlich, moralisch oder spießig? Du verkalkter Zwerg, sei froh, dass ich dir nicht mitsamt deinem Bett die Treppe runterrolle. Ich werde mich über Sie beschweren. Ja, nur zu, drück das Knöpfchen für die Schwester, du kleiner Denunziant. Na los, mir schlottern schon die Knie vor Angst. Ach, da ist sie ja. Nimm mir schön jemand dein Herz aus, du blöder Penner. Na, Herr Kramer. Was, Herr Kramer, was, hä? Reden Sie nicht mit mir, als ob Sie einen Schwachsinnigen vor sich hätten. Nun beruhigen Sie sich erst mal wieder. Also gehen Sie und nehmen Sie den Schnarchsack gleich mit, dann kann ich mich vielleicht ein bisschen beruhigen. Das werde ich nicht tun. Das sollten Sie aber. Sonst kriege ich vielleicht gleich meinen nächsten Anfall und Sie wissen ja, wohin das führen kann. Hallo, die Herren. Ah. Ich hoffe, Sie haben ordentlich Appetit. Appetit? Ich habe einen Bärenhunger. Das sieht lecker aus. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dann lassen Sie es sich schmecken. Schwester Asu? Ja? Sind Sie eigentlich schon lange hier auf der Station? Ich bin schon so oft hier gewesen, ich habe Sie noch nie gesehen. Das liegt daran, dass heute mein allererster Tag ist. Ach so. Chef? Herr Professor, was machen Sie denn da? Barbara, schön, dass Sie da sind. Können Sie das eben mal mitnehmen, bitte? Ja. Okay. So. Da. Ah, ja. Drin ist er. Geil. Ja, wir haben bald unsere erste Trainingsstunde. Wir? Ja, Paul gibt uns Unterricht. Also, Moment mal. Was? Ich kann das nicht. Ich auch nicht. Außerdem habe ich dafür gar nichts zum Anziehen. Du kannst doch anziehen, was du willst. Aber... Ja, ich kann auch nicht spielen. Also, Paul hat mir einen seiner Schläger zum Üben überlassen.
Wir werden eine Menge Spaß haben. Ich weiß nicht. Golf ist so elitär. Ach, das sind ganz normale Leute. Diese Trainingsstunde, wann soll denn die sein? Gleich nach Dienstschluss. Was? Heute? Ja, heute. Oberschwester, nicht lange gefackelt. Keine Ahnung. Herr Kramer. Was machen Sie denn? Herzmassage. Sag mal, was soll das denn? Herr Kramer? Herr Kramer? Nehmen Sie mich! Hey! Was ist los? Was soll das Geschrei? Wie fühlen Sie sich? Großartig. Wenn Sie vielleicht aufhören würden, mich anzustarren. Sie haben wohl schlecht geträumt, hm? Ja, kann schon sein. Nochmal, Arzu. Bei sowas müssen Sie entweder reagieren wie Fladi, das geht mit entsprechender Erfahrung. Richtiger ist, Sie rufen sofort einen Arzt. Herzmassage bei einem Risikopatienten, Arzu, das geht nicht. Das dürfen Sie nicht. Viel zu gefährlich. Natürlich. Ich weiß ja, aber in dem Moment habe ich gedacht, gleich ist er tot. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren, mein Kind. Hm? Okay. Na, dann wollen wir mal keine Zeit verlieren. Ich zeige euch mal einen Abschlag. Ja. So, Gernot, jetzt bist du dran. Komm. Ist denn einfach so? Ja, einfach so. Ich zeige dir, wie man den Schläger hält. Keine Ahnung. Ein bisschen in den Knie. Einfach durchschwingen. Durchschwingen. So. Gut. Bitte. Toll! Gratuliere. Anfängerglück. Nein, du hast Talent. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hallo. Krenzler. Ingrid Rischke. So, Ingrid, jetzt sind Sie dran. Kommen Sie. Mit den Schuhen haben Sie keinen guten Stand. Damit Sie ein Gefühl für den Ball bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Natürlich, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann liegt der Gesetzentwurf schon im Gesundheitsministerium. Na, na, Herr Kollege, darüber darf ich gar nicht mit Ihnen sprechen. Nicht offiziell. Und inoffiziell? Oh, ich verstehe. Das war ein toller Schlag. Danke. Tja, Ballgefühl hat man oder man hat es nicht. Na, so, na. Wir machen es gleich noch mal. Das war gar nicht so schlecht. Bitte. Nun ist aber Schluss mit Trübsalblasen. Wir machen alle mal Fehler. In ein paar Tagen lachen Sie drüber. Na, endlich ein Lächeln. Wie kommen Sie eigentlich damit klar? Die ständige Angst vor solchen Anfällen. Wenn man nicht mal weiß, woran es liegt. Wissen Sie, das macht mich ganz und gar wahnsinnig. Das nächste Herzrasen kommt bestimmt. Mit dem Gedanken stehe ich auf. Und mit dem gehe ich ins Bett. Und die ganze Zeit über weiß ich, irgendwann ist es ein Infarkt. Manchmal rasten Sie ganz schön aus, oder? Ja, es gibt Momente, da verliere ich die Kontrolle. Und wer mir dann über den Weg läuft, der hat schlechte Karten. Geht das wieder los? Ich mag das, wenn jemand schnarcht. Klingt lustig und irgendwie beruhigend. Finden Sie? Na dann. Ich versuche in jedem Menschen immer das Gute zu sehen. Vielleicht sollten Sie das auch mal probieren. Seit wann haben Sie denn schon dieses Herzrasen? Einige Monate. Ist damals irgendwas passiert? Etwas, auf das die Anfälle vielleicht zurückzuführen sind? Vielleicht sollte ich jetzt mal gehen. Sie haben seit einer Viertelstunde Dienstschluss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Herr Kramer. Die waren auf einmal einfach da, diese Anfälle.
Nee, war nicht. Gibt's was Neues in der Klinik? Nö. Alles wie immer. Du hast mir noch gar nicht von der neuen Schwesternschülerin erzählt. Wieso sollte ich? Schwesternschülerin haben wir am laufenden Band. Die soll ziemlich hübsch sein. Ja, die ist süß. Naja. Stimmt es, dass du ihr hinterher starrst, wenn sie an dir vorbeigeht? Was soll denn das jetzt heißen? Appetit holt man sich auswärts, gegessen wird zu Hause. Ha, ha, ha. Amüsiert euch ruhig auf meine Kosten. Appetit, ja? Ich will aber nicht, dass du draußen rumläufst und dir Appetit holst. Wer Appetit hat, gönnt sich auch mal einen kleinen Snack. Wer sagt das? Die Biologie. Die Biologie? Das gilt vielleicht für Oberärzte. Aber nicht für mich. Wenn ich mal in anderen Mädchen hinterher schaue, dann hat das nichts zu sagen. Ich hab doch das süßeste, schönste, hinreißendste Mädchen. Hey, du machst mich völlig verrückt. Und ich liebe nur dich. Ja, Jonas, dich natürlich auch. Entschuldigung, dich liebe ich natürlich auch. Komm, komm, Kinder, Essen wird weg. Ach, ist das nicht schön? Frische Luft, Bewegung, nette Leute. Zum Wohl, Oberschwester. Herr Professor? Na, was sagst du? Das ist doch eine ungefährliche Alternative zum Fußball. Obendrein können wir beide noch gemeinsam Zeit verbringen und Spaß haben. Na gut, am Anfang tut man sich immer ein bisschen schwer. Wie findest du Frau Professor Krenzler? Tolle Frau, nicht? Ja, beeindruckend. Das Ganze bringt mir auch beruflich noch was ein, dass ich da nicht schon früher drauf gekommen bin. Guten Morgen, Kiso. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kramer. Sie haben wohl gut geschlafen. Wie in Abrahams Schoß. Ruhepuls? 78. Herr Doktor, lassen Sie mich doch einfach noch ein paar Tage hier liegen. Das ist die reinste Erholung. Na, ich möchte natürlich, dass Sie gesund werden. Und bitte erholen Sie sich weiter. Ich gucke nachmittag noch mal rein. Ja, schönen Tag. Oh, Sie mögen Verdi? Oh, Sie kennen sich aus? Naja, den Triumphmarsch, ne? Und Verdi. Würde ja jeder erkennen. Nein, aber ich bin tatsächlich vom Fach. Sind Sie Musiker? Ach, dafür hat es leider nicht gereicht. Chefinspizient an der Leipziger Oper. Wow. So doll ist es ja nun auch wieder nicht. Ich habe lange davon geträumt, Musik zu machen. Gesangsunterricht, Klavierunterricht. Aber meine Eltern wollten, dass ich was Solides lerne. La 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 la. Naja, wahrscheinlich hatten Sie ja ganz recht, was? Morgen. Morgen. Achso, die Oberschwester sucht die ganze Zeit nach dir. Ich komme. Sie haben übrigens 135 zu 70. Ganz okay. Tschüss. Es ist schön, dass Sie zu Herrn Kramer so einen guten Draht haben, aber übertreiben Sie es nicht. In Ordnung. Wissen Sie also, fachliches Können, Menschlichkeit und Engagement sind drei Standbeine unseres Berufes. Das vierte ist die professionelle Distanz. Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Auch wenn es doch so schwer fällt, allzu privat dürfen wir mit unseren Patienten nicht werden. Das geht einfach nicht. Will ich ja auch gar nicht. Ich habe nur das Gefühl, Herr Kramer braucht dringend jemanden, mit dem er offen reden kann. Weil er sonst dazu keinen hat. Der platzt auch vor Depression, wird es aber nicht wahrhaben. Nochmal, Asu, wir sind keine Ärzte. Und auch keine Psychotherapeuten. Wir müssen uns auf das beschränken, was wir gelernt haben. Alles klar? Ich werde mich dran halten. Gut, dann gehen Sie jetzt wieder in Ihre Arbeit. Ja. Tut mir leid wegen gestern. Mir auch. Katrin hat recht. Bei Kramer sind uns die Hände gebunden. So, oder so. An den kommt keiner ran. Außer dieser neuen Schwesternschülerin. Ja, davon habe ich gehört, aber das hilft uns nicht weiter. Vielleicht muss man sie erstmal mit ihm reden lassen und dann sehen wir weiter. Wie, wir legen die Hände in den Schoß und schicken eine Schwesternschülerin vor? Sie könnte doch die Themen erstmal antippen, Operation hier, Therapie da und dann sind sie am Reden und... Ja, wenn er dann ein bisschen offener dafür wird, dass endlich was geschehen muss. Wäre doch viel gewonnen. Aber wer das zu verantworten?
Das Mädchen ist erst seit kurzem hier. Dafür braucht man diplomatisches Geschick. Na, bekommen Sie heute Besuch? Ich glaube kaum. Ist Ihre Familie denn nicht in Leipzig? Doch, doch. Die Kinder sind bestimmt berufstätig, haben tagsüber keine Zeit. Genau. In ein paar Jahren möchte ich auch Kinder haben. Ganz viele. Mindestens 4 oder 5. Haben Sie denn überhaupt schon einen Freund? Ja. Geht Sie das dann überhaupt was an? Sie sollten ihn rechtzeitig warnen, damit er weiß, was auf ihn zukommt. Wir sind uns da völlig einig. Lassen uns nur ein bisschen Zeit. Ich meine, so ganz ohne Kinder, da ist ein Leben doch auf Dauer irgendwie sinnlos. Wenn Kinder nicht ausstehen. Das meinen Sie doch nicht im Ernst, oder? So ein lieber Mensch wie Sie. Lassen Sie mich in Ruhe. Gehen Sie! Raus mit Ihnen! Guten Appetit! Ich komme nachher noch mal zum Blutdruckmessen. Sie haben mich nicht verstanden. Ich will Sie hier in diesem Zimmer nicht mehr sehen. Und jetzt verschwinden Sie endlich! Hat Ihnen doch überhaupt nichts getan. Halten Sie den Mund, Mann, wenn ich Ihre Meinung hören will, sage ich Bescheid. Was ist passiert? Kramer, er hat mich rausgeworfen. Wieso? Keine Ahnung. Auf einmal wurde er gemein. Das ist wieder der Kramer, den wir kennen. Mit dem stimmt was nicht. Ach, in Kramers Oberstübchen sind einfach die Möbel falsch aufgestellt. Jetzt lassen Sie sich davon mal nicht beeindrucken. Gehen Sie ganz normal mit dem um. Keine Sorge, so schnell kriegt er mich nicht klein. Dann bieten Sie ihm einfach keine Angriffsfläche. Der hat jeden von uns schon mal beleidigt. Das war nur eine Frage der Zeit. Ach, Dr. Heilmann wollte doch mit Ihnen reden. Ja. Das hat sich schon erledigt. Also, du kannst mir helfen. Die Pillen für den Schulze sind schon fertig, aber für Herrn Hagedorn bräuchten wir noch die... Ich bräuchte bitte den Glukoseschnelltest von Herrn Kiso. Kommt sofort. Darf ich das machen? Ich werde einen Stress mit Kramer. Lieber nicht. Gerade deswegen. Bitte. Na, okay. So, Herr Kiso, ich werde Ihnen jetzt mal ein paar Tropfen Blut abnehmen. Holen Sie eine Kollegin, die das für Sie erledigt. Ihre Hand haben. Hören Sie mich oder schalten Sie jetzt auf Durchzug? Zwischen deinen Ohren hast du anscheinend nur heiße Luft. Ich weiß, wieso du den Job machst, ja. Du denkst, du kannst ja hier einen Doktor unter den Nagel reißen. Am besten gleich einen Chefarzt, einen alten Knacker. Festdrücken. Der hat mehr Geld. Der macht das auch nicht mehr so lange. Warum sagen Sie solche Sachen? Was habe ich Ihnen denn getan? Sagen Sie solche Sachen? Was habe ich Ihnen denn getan? Weil ich so verlogene Girl wie dich nun mal nicht ausstehen kann. Und wenn ich dich hier noch einmal sehe, dann rutscht mir die Hand aus. Also raus jetzt! Raus, hab ich gesagt, raus! Ach so, was ist Ihnen denn passiert? Es ist nichts. Was ist denn hier los? Ist alles okay. Wahrscheinlich bin ich für den Beruf nicht geeignet. Jetzt passen Sie mal auf, mein Kind. Dieser Kramer, es ist sowas wie der Patienten-Super-GAU. Auf den hätte ich jemanden wie Sie mit so wenig Erfahrung gar nicht loslassen dürfen. Aber zuerst lief es doch so gut. Ja, weil Sie ein Händchen haben für den Beruf. Sie lieben die Menschen und die Menschen reagieren darauf. Freuen Sie sich, fühlen Sie sich geschätzt. Sie haben nur einen ganz gravierenden Fehler gemacht. Die professionelle Distanz zu verlieren. Richtig, und so einer wie Kramer nutzt das gnadenlos aus. Hey, hast du Frau Glaspanne schon ihre Pillen gebracht? Habe ich total vergessen. Ach so, Sie müssen versuchen, das wegzustecken. Das muss ich Sie beurlauben. Vorübergehend, und das möchte ich eigentlich vermeiden. Das wäre für Ihre Beurteilung eine ziemliche Katastrophe. Sowas darf Sie nicht von Ihrer übrigen Arbeit abhalten. Ich weiß. Ich werde Sie aus dem Verkehr ziehen. Sie werden das Zimmer von Kramer nicht mehr betreten. Ganz gleich, was passiert. Schämen sollten Sie sich, Herr Kramer. Das arme Mädel ist völlig runter mit den Nerven, total am Ende. Und warum? Weil Sie nicht wissen, wie sich ein zivilisierter Mensch zu benehmen hat. Halten wir die Luft an! Nein, Sie halten jetzt mal die Luft an. Und wenn Sie auch noch einen Funken Anstand in sich haben, dann gehen Sie jetzt hin zu den Mädeln und entschuldigen sich.
Lesen Sie aus dem Kaffeesatz. Hallo. Was sehen Sie? Jemand, der bald vielleicht seine Ausbildung abbricht. Ich verrate Ihnen jetzt mal was. Sie sind nicht nur die hübscheste Krankenschwester, die mir je begegnet ist, sondern auch die beste. Ein Mann in meinem Alter hat schon zwei oder drei gesehen. Ich bin lieb von Ihnen, aber ich muss Sie enttäuschen. Andauernd mache ich alles falsch. Vergesst die Hälfte, habt den Spaß an meiner Arbeit schon so gut wie verloren. Sieht so eine gute Krankenschwester aus. Bevor Sie mich aufs Zimmer gebracht haben, war ich ein Nervenkündler. Aber auf einmal war ich die Ruhe selbst. Nur wegen Ihnen. Als Sie mir Blut abgenommen haben, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben keine Angst gehabt. Und das, obwohl dieser grauenhafte Kerl direkt daneben seine Vorstellung gegeben hat, habe ich gewusst, das Mädel ist was Besonderes. Also erzählen Sie mir nicht, Sie seien keine gute Krankenschwester. Sie können vielleicht Komplimente machen. Aber wollen Sie Ihre ganze berufliche Zukunft abhängig machen von so einem Schwachkopf? Oder nehmen Sie Ihr Schicksal selbst in die Hand? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Sparen Sie sich das. Sowieso das letzte Mal, dass Sie mich hier zu sehen kriegen. Hören Sie, Mädchen, Sie gehen zu weit. Ich beschwere mich und Sie fliegen raus. Verlassen Sie sich drauf. Vergessen Sie es. Ich gehe sowieso. Die Ausbildung schmeiße ich hin. Mein Lebenstraum werfe ich einfach weg. Haben Sie sauber hingekriegt. Jetzt will ich nur noch eins von Ihnen wissen. Was ist mit Ihnen los? Warum sind Sie so ein widerlicher alter Mann? Niemand redet so mit mir. Hören Sie? Niemand! Und schon gar nicht so eine dahergelaufene... Sie haben hier schon ein Dutzend Mal gelegen. Nie hat irgendjemand Sie besucht. Sie haben keine Familie, stimmt's? Oder finden Ihre Verwandten Sie so ekelhaft, dass Sie nichts von Ihnen wissen wollen? Sandra. Sandra? Los, halt sie ab! Wer ist Sandra? Meine Tochter. Sandra ist meine Tochter. Sie hat auch Klavier gespielt. Sie war wie ein richtiger Wirbelwind. Wo sie hinkam, da herrschte gute Laune. Sie war wie ich? Und die Ähnlichkeit, das war, als wäre sie plötzlich wieder da. Es war so tröstlich, aber dann habe ich es nicht mehr ertragen. Was ist passiert? Ich saß am Steuer. Der Lastwagenfahrer dachte, er hätte Vorfahrt. Ich wurde kaum verletzt, aber sie... Sie wurde total zerquetscht. Direkt neben mir. In dem Moment habe ich aufgehört zu leben. Herr Kramer! Sofort ein Arzt! Schnell ein Arzt! Sofort! Wir brauchen einen Arzt! Er kann froh sein, dass es hier passiert ist. Also war es ein Herzinfarkt? Ein kleiner, aber er ist nur so glimpflich verlaufen, weil wir sofort zur Stelle waren. Kommen Sie mal. Ich bin gleich wieder da. Wie geht es Ihnen? Danke. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Ich habe Sie fast umgebracht. Wenn Sie diese Tür in mir nicht aufgeschlossen hätten. Jetzt müssen Sie dafür sorgen, dass die Tür aber offen bleibt. Ich habe immer gewusst, dass das mit dem Herzrasen was Psychisches ist. Aber ich wollte keinen an mich ranlassen.
Werden Sie sich behandeln lassen, psychologisch? Ach so. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen. Ich schäme mich dafür, wie ich zu Ihnen gewesen bin. Schwamm drüber. Wollten Sie wirklich alles hinschmeißen? Natürlich nicht. Ich wollte Sie aus der Reserve locken. Oberschwester? Ja? Ich werde die Ausbildung abbrechen. Noch heute. Was? Aber... Ich war nicht in der Lage, professionelle Distanz zu wahren. Hab sogar den Abfall eines Patienten verschuldet. Ich habe versagt, auf der ganzen Linie. Unsinn, Sie machen Ihre Prüfungen. Und anschließend werde ich dafür sorgen, dass Sie eine Festanstellung bekommen. Jetzt gehen Sie bitte wieder in Ihre Arbeit, ja? Frau Rischke, ich mein's ernst. Ich weiß, mein Kind, aber Sie können nicht einfach weglaufen. Sie nehmen mich überhaupt nicht ernst. Ich gehe durch diese Tür und Sie werden mich nie wieder sehen. Das werden Sie schön bleiben lassen. Wie brauchen Sie hier? Mich? Unsere Oberärzte haben recht. Wenn Sie jetzt das Handtuch werfen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis Sie Kramer auf dem Friedhof besuchen können. Wir kommen ohne Sie an ihn nicht ran. Aber Sie haben doch gesehen, was ich angerichtet habe. Das soll ja auch kein Alleingang werden. Wir werden eng zusammenarbeiten. Treffen wir eine Vereinbarung? Versuchen Sie es einfach. Machen Sie Ihr Praktikum zu Ende und wenn Sie dann noch genauso denken, dann werden wir es akzeptieren. In Ordnung? Also gut. In der 205, da ist noch Blutdruck zu messen. Schwester. Everybody says you're too young. Our love is not going on. They say you better go away. Cause this love is made of sorrow and pain. Love is enough. Der Gesetzentwurf schon im Gesundheitsministerium. Na, Herr Kollege, darüber darf ich gar nicht mit Ihnen sprechen. Nicht offiziell. Und inoffiziell? Ich verstehe. Das war ein toller Schlag. Danke. Tja, Ballgefühl hat man oder man hat es nicht. So, wird man es gleich noch mal. Das war gar nicht so schlecht. Nun ist aber Schluss mit Trübsalblasen. Wir machen alle mal Fehler. In ein paar Tagen lachen Sie drüber. Na, endlich ein Lächeln. Wie kommen Sie eigentlich damit klar? Die ständige Angst vor solchen Anfällen. Wenn man nicht mal weiß, woran es liegt. Wissen Sie, das macht mich ganz und gar wahnsinnig. Das nächste Herzrasen kommt bestimmt. Mit dem Gedanken stehe ich auf. Und mit dem gehe ich ins Bett. Und die ganze Zeit über weiß ich, irgendwann ist es ein Infarkt. Manchmal rasten Sie ganz schön aus, oder? Ja, es gibt Momente, da verliere ich die Kontrolle. Und wer mir dann über den Weg läuft, der hat schlechte Karten. Geht das wieder los? Ich mag das, wenn jemand schnarcht. Klingt lustig und irgendwie beruhigend. Finden Sie? Na dann. Ich versuche in jedem Menschen immer das Gute zu sehen. Vielleicht sollten Sie das auch mal probieren. Seit wann haben Sie denn schon dieses Herzrasen? Einige Monate. Ist damals irgendwas passiert? Etwas, auf das die Anfälle vielleicht zurückzuführen sind? Vielleicht sollte ich jetzt mal gehen. Sie haben seit einer Viertelstunde Dienstschluss.
wünsche Ihnen einen schönen Abend, Herr Kramer. Die waren auf einmal einfach da, diese Anfälle. Mir war nicht. Gibt's was Neues in der Klinik? Nö. Alles wie immer. Du hast mir noch gar nicht von der neuen Schwesternschülerin erzählt. Wieso sollte ich? Schwesternschülerin haben wir am laufenden Band. Die soll ziemlich hübsch sein. Ja, die ist süß. Naja. Stimmt es, dass du ihr hinterher starrst, wenn sie an dir vorbeigeht? Was soll denn das jetzt heißen? Appetit holt man sich auswärts, gegessen wird zu Hause. Ha, ha, ha. Amüsiert euch ruhig auf meine Kosten. Appetit, ja? Ich will aber nicht, dass du draußen rumläufst und dir Appetit holst. Wer Appetit hat, gönnt sich auch mal einen kleinen Snack. Wer sagt das? Die Biologie. Die Biologie? Das gilt vielleicht für Oberärzte. Aber nicht für mich. Wenn ich mal in andere Mädchen hinterher schaue, dann hat das nichts zu sagen. Ich hab doch das süßeste, schönste, hinreißendste Mädchen. Hey, du machst mich völlig verrückt. Und ich liebe nur dich. Ja, Jonas, dich natürlich auch. Entschuldigung, dich liebe ich natürlich auch. Komm, komm, Kinder, Essen wird weg. Ach, ist das nicht schön? Frische Luft, Bewegung, nette Leute. Zum Wohl, Oberschwester. Herr Professor? Na, was sagst du? Das ist doch eine ungefährliche Alternative zum Fußball. Obendrein könnt ihr beide noch gemeinsam Zeit verbringen und Spaß haben. Na gut, Anfang tut man sich immer ein bisschen schwer. Wie findest du Frau Professor Krenzler? Tolle Frau, nicht? Ja, beeindruckend. Das Ganze bringt mir auch beruflich noch was ein, dass ich da nicht schon früher drauf gekommen bin. Guten Morgen, Kiso. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kramer. Sie haben wohl gut geschlafen. Wie in Abrahams Schoß. Ruhepuls? 78. Herr Doktor, lassen Sie mich doch einfach noch ein paar Tage hier liegen. Das ist die reinste Erholung. Na, ich möchte natürlich, dass Sie gesund werden. Und bitte erholen Sie sich weiter. Ich gucke Nachmittag noch mal rein. Ja, schönen Tag. Ja. Oh, Sie mögen Verdi? Oh, Sie kennen sich aus? Naja, ein Triumphmarsch, ne? Und Verdi. Würde ja jeder erkennen. Nein, aber ich bin tatsächlich vom Fach. Sind Sie Musiker? Ach, dafür hat es leider nicht gereicht. Chefinspizient an der Leipziger Oper. Wow. So toll ist es ja nun auch wieder nicht. Ich habe lange davon geträumt, Musik zu machen. Gesangsunterricht, Klavierunterricht. Aber meine Eltern wollten, dass ich was Solides lerne. La 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 la. Naja, wahrscheinlich hatten Sie ja ganz recht, was? Morgen. Morgen. Also die Oberschwester sucht die ganze Zeit nach dir. Ich komme. Sie haben übrigens 135 zu 70. Ganz okay. Tschüss. Es ist schön, dass Sie zu Herrn Kramer so einen guten Draht haben, aber übertreiben Sie es nicht. In Ordnung. Wissen Sie also, soll ich dich sprechen? Würde ich gern tun. Du? Wieso nicht? Naja. Weil wir nicht möchten, dass du gleich am ersten Tag alles hinschmeißt vor lauter Frust. Schwierige Patienten wirst du schon noch früh genug bekommen. Zu manchen Menschen muss man einfach nur ein bisschen nett sein. Dann geht das schon. Nicht bei Kramer. Also nichts gegen deine frische, unverbrauchte Naivität? Naja. Du wirst deine Erfahrung schon noch machen. Manche Patienten muss man einfach mit Vorsicht genießen. Sie haben wieder mal Glück gehabt, Herr Kramer. Aber oft wird Ihr Herz das nicht mehr mitmachen. Was geht Sie das an? Nichts, aber ich bin Ihr Arzt. Oh, Blödsinn. Ich bin Ihnen ausgeliefert. So sieht es aus. Das ist Dr. Barath, den kennen Sie ja auch schon. Tag, Herr Kramer. Ach Gott, der andere Kurpfuscher. Herr Kramer ist noch ein bisschen geschwächt und wir werden ihn für ein paar Tage hier behalten. Mhm. Verplemperte Zeit, wozu? Nennt mir einen vernünftigen Grund. Wir wollen, dass Sie wieder auf die Beine kommen. Ihr Brüder bringt mich höchstens unter die Erde. Herr Kramer, ich empfehle Ihnen nicht aufregen, das ist Gift für Sie. Sagen Sie mir nicht, was ich tun und lassen soll, ja? Und fangen Sie bloß nicht wieder mit Ihrem halbgaren Psychoquatsch an.
Ihr könnt ja noch nicht mal rauskriegen, was mir fehlt. Dann schicke ich Ihnen mal eine Schwester vorbei und die bringt Sie auf Ihr Zimmer. Da noch Feige! Chef, Professor Reichert ist da. Sehr schön. Vielen Dank, war schön mit Ihnen zu plaudern. Danke, gleichfalls. Kaffee? Sehr aufmerksam, Barbara. Grüß dich, Paul. Schön, dich zu sehen. Du humpelst ja. Ja, Fußball. Beim Golf wäre dir das nicht passiert. Bitte. Gib's auf, seit Jahren versuchst du mich für Golf zu gewinnen. Ich habe dir die Unterlagen mitgebracht. Alles über das Thema Hepatologie, Vorträge, Artikel und so weiter. Ausgezeichnet. Und hier ein Antragsformular für den Golfclub. Du kannst es nicht lassen. Du weißt, ich gebe nie auf. Hast du übrigens gehört, dass Lindner Chefarzt wird in der Paracelsus-Klinik? Nein, Lindner? Ja, ist noch nicht offiziell, aber ich erfahre sowas immer zuerst. Und weißt du auch wieso? Golf. Genau. Deshalb kann ich dir auch sagen, wer für die Präsidentschaft der erste Kammer kandidiert. Du glaubst gar nicht, wen man im Golfclub alles trifft. Ja? Da erfährst du in einem Nachmittag mehr als sonst im ganzen Monat. Übrigens, wäre das nicht auch was für deine Frau? Ich meine, Golf ist ja nicht nur ein Sport, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Golfschläger in der Hand gehabt. Aber gerne, das lernst du. Glaub mir das. Weißt du was? Wir gehen jetzt für eine Stunde auf den Golfplatz. Du bekommst von mir einen Schnupperkurs. Jetzt am Vormittag? Ja, natürlich. Du wirst sehen, wir werden nicht allein sein auf dem Golfplatz. Weißt du, Paul, ich bin im Moment wirklich nicht in der Form. Du warst doch sonst immer für alles zu haben. Eine Stunde. Ja, ja, so haben wir alle mal angefangen, Idealismus und so. Genieß es, das ist bald vorbei. Mit Menschen arbeiten, ihnen helfen, ständig neue Herausforderungen. Ist doch toll. Na, Asu, gefällt es Ihnen bei uns? Ja. Schön. Dann gehen Sie jetzt ins Schwesternzimmer zu Schwester Renate und lassen sich in Ihren Dienst einweisen. Mach ich. Ich bin ja gar nicht daran. Oh, nur Schluss mit lustig. Zieht's wie Hechtsuppe. Kalt ist es. Komm, es. Der Herr Kramer, einen wunderschönen guten Tag. Dieser Tag ist nicht schön. Hier drin ist jeder Tag der nackte Horror. Herzlich willkommen auf unserer Station, Zimmer 48. Das ist Dr. Heimann. Ist das ein Einzelzimmer? Nein, die sind alle belegt. Sind Sie noch recht bei Trost? Sie geben mir ein Einzelzimmer oder Sie können es vergessen. Herr Kramer, es ist geben leider Sie so, Sie sich dass... keine Mühe. Würden Sie mich bitte mal ausreden lassen? Es ist zwar ein Zweibettzimmer, aber außer Ihnen liegt da niemand drin. Aber wenn Ihnen das nicht gefällt, ich lasse Sie gerne so lange auf dem Flur liegen, bis ein Einbettzimmer frei wird. Ja, schon gut, solange das Zimmer leer bleibt, von mir aus. Kann man sowieso niemanden zumuten mit Ihnen auf einem Zimmer. Medikation hilft nicht weiter. Das Herzrasen kommt immer wieder. Also Herzschrittmacher. Das sehe ich anders. Ist doch keine Frage der Sichtweise. Der Mann ist infarktgefährdet. Kramers Probleme sind psychosomatischer Art, diese dauernden Beschimpfungen. Sind Ausdruck seiner Angstzustände. Aus Angst wird Aggression. Was der Mann braucht, ist eine Therapie. Die wird er aber nicht machen. Soviel ich weiß, wehrt er sich mit Händen und Füßen dagegen. Psychotherapie, bis das greift, so lange kann der Mann nicht warten. Das nächste Mal stirbt er uns unter den Händen weg. Barach, Sie haben recht, aber Kramers Probleme wären mit einem Schrittmacher nicht gelöst. Der Körper sucht sich ein anderes Ventil und produziert neue Symptome. Was ist denn das für eine Argumentation? Das nächste Mal, wenn wir einen Schwerverletzten im OP haben, lösen wir erstmal seine privaten Probleme, bevor wir sein Leben retten, oder was? Natürlich nicht. Ich kann dieses psychosomatische Geschwafel nicht mehr hören. Super. Das ist wahr. Hypothesen, Vermutungen, am Kern der Sache immer haarscharf vorbei. So, und jetzt reicht's. Hey, Kollegen, wir sind doch hier nicht auf dem Schulhof. Außerdem wird Kramer weder eine Operation durchführen lassen, noch wird er eine Therapie machen. Also ihr könnt echt aufhören mit eurer Prinzipienreiterei. Die Frau Schröder aus der 42 darf jetzt am Montag wieder etwas essen. Bis dahin wird sie per Infusion. Oberschwester, wir bekommen noch einen Patienten. Wir sind voll. Ich weiß. Der soll auf eine andere Station. Sind auch alle belegt. Tja, dann geht's ja wohl nicht anders. Sie möchten noch den armen Patienten nicht zu Herrn Kramer legen, oder? Haben Sie eine bessere Idee? Der Letzte, der sich mit ihm ein Zimmer geteilt hat, ließ sich nach 2 Tagen in die Paracelsus-Klinik verlegen. Was man ihm ja wohl auch kaum verdenken konnte, aber... Haben wir eine andere Wahl? Der Kramer wird toben. Man muss es ihm vorher sagen. Schonend. Wer traut sich? Nein. Nein, mein Kind. Für Sie ist das noch nichts. Sie sollen Ihren Enthusiasmus nicht schon gleich am ersten Tag verlieren. Sowas mache ich schon selbst und Sie, Fladi, Sie begleiten mich, ja? Fladi, ja, wieso denn ich?
Naja, so einem wie Kramer sollte man nur zu zweit entgegentreten. Ja, sehr witzig. Hältst du mal? Dann komm hier ja nur mal wieder ich als Bodyguard in Frage, was? Auf in den Kampf. Ja. Herr Kramer, jetzt haben wir doch noch für Sie eine sehr angenehme Gesellschaft gefunden. Was? Was? Der Herr heißt Kiso und ist ein äußerst netter, ruhiger, älterer Herr. Also stören wird er Sie nicht im Mindesten. Sie werden ihn kaum bemerken. Man hat mir ausdrücklich zugesichert, da kommt keiner rein. Ausdrücklich! Ich weiß. Und sobald ich irgendwo ein Bett frei habe, werde ich diesen Herrn auch dorthin verlegen. Sehen Sie, Herr Kramer, es ist doch vielleicht nur für ein paar Stunden. Das ist eine Unverschämtheit. Bodenlos! Ohne Gleichen! Bitte, bitte beruhigen Sie sich. Hier kommt keiner rein, haben Sie das kapiert? Ruhig. Ich lass mich nicht bescheißen, ich nicht! Herr Kramer, bitte ganz ruhig. Vielleicht! Und weil wir nicht wollen, dass aus der Gastritis ein Magengeschwür wird, halten wir ihn ein paar Tage hier. Da werden sich meine Nerven wieder etwas beruhigen. Na, dann bringe ich Sie jetzt erstmal zu Ihrem Zimmergenossen, Herrn Kramer. Na, Herr Kramer, die Station ist wohl voll? Alle Stationen. Sie haben Schmerzen? Ein wenig. Sie bekommen gleich ein Schmerzmittel. Wenn das mal gut geht. Ich denke ja gar nicht daran, kommt überhaupt nicht in Frage. Haben Sie so viel Stress, dass Ihr Magen so angegriffen ist? Meine Nerven sind einfach nicht die besten. Braucht nur das Telefon zu klingeln. Schon ziehen sich meine Magensäfte zusammen. Versuchen Sie es ruhig. Den schippe ich eigenhändig wieder raus aus dem Flur. Was ist denn das für ein Geschrei? Glauben Sie gar nicht, ich mache mit. Glauben Sie das gar nicht. Kommen Sie schon. Kommen Sie. Herr Kramer, jetzt reißen Sie sich bitte mal zusammen. Ende der Diskussion. Ende. Auf Wiedersehen. Raus, raus, raus. Ich will keinen mehr sehen. Guten Tag, Herr Kramer. Ich bin Schwesternschülerin Arso. Ich habe Ihnen jemanden mitgebracht. Ja? Den Herrn Kiso. Sie werden sich bestimmt gut vertragen. Guten Tag. Ist doch schöner, wenn man ein bisschen Gesellschaft hat. Finden Sie nicht auch? Ja. Ja. Herr Kiso hat noch gar kein Bett, oder? Oh, kommt sofort. Ja, wen haben wir denn da? Frau Kollegin. Reichert, ich grüße Sie. Frau Professor Krenzler. Ihr kennt euch? Professor Simoni, ein Neuzugang? Er überlegt noch. Eine halbe Stunde und ich habe ihn soweit. Wie sieht's denn aus? Haben Sie was erreicht? Frau Professor Krenzler ist im Stadtrat. Ich weiß. Und sie setzt sich dort ein für die Budgeterhöhung an der Leipziger Klinik. Tatsächlich. Die Geschichte läuft, machen Sie sich keine Sorgen. Das geht alles seinen Gang. Das ist wirklich eine sehr schöne Anlage. Das hättest du sehen sollen. Der Kramer war wie verwandelt. Ja, und wie hat sie es gemacht? Ich meine, hat sie irgendwas gesagt oder getan? Nein, sie stand nur da. Sie war ganz normal. Hat er... Ich meine, vielleicht... Was, hä? Vielleicht hat Kramer sich in sie verknallt. Das ist ja ganz hübsch. Hübsch? Die Frau ist ein Hammer. Also, wenn ich mit Alina nicht so glücklich wäre, dann würde... Gut. Außerdem kann ich mir das nicht vorstellen. Der Typ könnte ihr Vater sein. Wenn nicht sogar ihr Großvater. Achim hat endlich ein neues Opfer gefunden. Was? Opfer? Warte mal. Ach so. Wie heißt sie? Roland Spind. Ist die neue Schwesternschülerin nicht dein Geschmack? Ach, die kleine Arso. Ja, die ist wirklich süß, oder? Stimmt, die ist echt süß. Hör mal, wer mit meiner Tochter zusammen ist, der guckt gefälligst keine anderen Frauen an. Will die Kleine auf deinen Charme etwa rein? Hm. Roland will ja nur für Gesprächsstoff sorgen, ne? Ist sie das? Ja. Sag mal, wie benimmst du dich? Ist ja peinlich. Darf ich Ihnen gratulieren? Sie sind die hübscheste Frau, die jemals diese Cafeteria betreten hat. Ich möchte Ihnen auch gratulieren. Sie sind der charmanteste Schaumschläger, der mir in den letzten 5 Minuten begegnet ist. Nur weiter so. Ist sie nicht ein bisschen jung für dich? Wieso? Sie ist 19. Na, aber cleverer als die meisten 30-Jährigen, ne? Oh, zumindest cleverer als Sie, Herr Doktor.
mit dem Krach. Freundchen, nicht einschlafen. Hallo. Sie schnarchen. Was sind Sie nur für ein Mensch? Wie darf ich Ihre Frage verstehen? Wissenschaftlich, moralisch oder spießig? Du verkalkter Zwerg, sei froh, dass ich dich nicht mitsamt deinem Bett die Treppe runterrolle. Ich werde mich über Sie beschweren. Ja, nur zu, drück das Knöpfchen für die Schwester, du kleiner Denunziant. Na los, mir schlottern schon die Knie vor Angst. Ach, da ist sie ja. Nimm nur schütt ihr mal dein Herz aus, du blöder Penner. Na, Herr Kramer. Was, Herr Kramer, was, hä? Reden Sie nicht mit mir, als ob Sie einen Schwachsinnigen vor sich hätten. Nun beruhigen Sie sich erst mal wieder. Also gehen Sie und nehmen Sie den Schnarchsack gleich mit, dann kann ich mich vielleicht ein bisschen beruhigen. Das werde ich nicht tun. Das sollten Sie aber. Sonst kriege ich vielleicht gleich meinen nächsten Anfall und Sie wissen ja, wohin das führen kann. Hallo, die Herren. Ach. Ich hoffe, Sie haben ordentlich Appetit. Appetit? Ich habe einen Bärenhunger. Das sieht lecker aus. Ja, vielen Dank. Danke. Dann lassen Sie es sich schmecken. Schwester Asu? Ja? Sind Sie eigentlich schon lange hier auf der Station? Ich bin schon so oft hier gewesen, ich habe Sie noch nie gesehen. Das liegt daran, dass heute mein allererster Tag ist. Ach so. Chef? Herr Professor, was machen Sie denn da? Schön, dass Sie da sind. Können Sie das eben mal mitnehmen, bitte? Ja. Okay. So. Da. Ah, ja. Drin ist er. Cool. Ja, wir haben bald unsere erste Trainingsstunde. Wir? Ja, Paul gibt uns Unterricht. Also, Moment mal. Was? Ich kann das nicht. Ich auch nicht. Außerdem habe ich dafür gar nichts zum Anziehen. Du kannst doch anziehen, was du willst. Aber... Ja, ich kann auch nicht spielen. Aber Paul hat mir einen seiner Schläger zum Üben überlassen. Wir werden eine Menge Spaß haben. Ich weiß nicht. Golf ist so elitär. Ach, das sind ganz normale Leute. Diese Trainingsstunde, wann soll denn die sein? Gleich nach Dienstschluss. Was? Heute? Ja, heute. Oberschwester, nicht lange gefackelt. Oh! Keine Ahnung. Herr Kramer. Was machen Sie denn? Herzmassage. Sag mal, was soll das denn? Herr Kramer? Herr Kramer? Nennen Sie mich. Hey! Was ist los? Was soll das Geschrei? Wie fühlen Sie sich? Großartig. Wenn Sie vielleicht aufhören würden, mich anzustarren. Sie haben wohl schlecht geträumt, hm? Ja, kann schon sein. Nochmal, Arzu. Bei sowas müssen Sie entweder reagieren wie Fladi, das geht mit entsprechender Erfahrung. Richtiger ist, Sie rufen sofort einen Arzt. Herzmassage bei einem Risikopatienten, Arzu, das geht nicht. Das dürfen Sie nicht. Viel zu gefährlich. Natürlich. Ich weiß ja, aber in dem Moment habe ich gedacht, gleich ist er tot. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren, mein Kind. Hm? Okay. Na, dann wollen wir mal keine Zeit verlieren. Ich zeige euch mal einen Abschlag. Ja. So, Gernot, jetzt bist du dran. Komm. Ist denn einfach so? Ja, einfach so. Ich zeige dir, wie man den Schläger hält. Keine Ahnung. Bisschen in den Knie. Einfach durchschwingen. Durchschwingen. So. Gut. Bitte.
toll! Gratuliere. Ein Fingerglück. Nein, du hast Talent. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hallo. Krenzler. Ingrid Rischke. So, Ingrid, jetzt sind Sie dran. Kommen Sie. Mit den Schuhen haben Sie keinen guten Stand. Damit Sie ein Gefühl für den Ball bekommen. Bitte. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Natürlich, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann liegt... Everybody says we're too young, our love is not going on. They say you better go away, cause this love is made of song and pain. Love is enough. Tag, an dem du endlich damit aufhörst, den erklär ich zum Feiertag. Betreib mal nichts an, deshalb so wild. Oh. Oh, kann ich Ihnen helfen? Das ist aber nett von Ihnen, danke. Muss er denn auch unbedingt Fußball spielen? In dem Alter. Warum kann er nicht schön gepflegt mit mir ins Theater gehen? Ja, ja. Männer brauchen was, wobei sie kurze Hosen tragen können. Wer sagt das? Meine Mutter. Kluge Frau. Hat sie Ihnen auch gesagt, dass alle Kerle gleich sind? Treiben Raubbau mit ihrer Gesundheit. Arbeiten zu viel. Starrköpfig. Also, wehleidig. Das ist aber genug, ja? Was ist denn hier los? Kreuzer, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Retten Sie mich, ich werde gerade Opfer der Emanzipation. Professor, lassen Sie mich raten, Sie haben wieder Fußball gespielt. Und so ist es. Ich übernehme das. Und was kann ich für Sie tun? Tut mir leid, ich bin kerngesund. Herr Oberarzt, würden Sie sich liebenswürdigerweise vielleicht um Ihren Chef kümmern? Selbstverständlich. Entschuldigen Sie bitte. Sagen Sie, wo finde ich die Oberschwester? Was wollen Sie denn von ihr? Ich fange ein Praktikum an, bin Schwesternschülerin. Ach so, ja, ich erinnere mich. Oberschwester Ingrid Rischke. Hallo. Herzlich willkommen. Das ist jedes Jahr ein Ereignis, Kreuzer. Fantastisch. Wer hat da jetzt eigentlich gespielt? Ja, Leipzig gegen Dresden. Was? Die Ärzte von Leipzig gegen die von Dresden. Ja, wenn ich mir den Knöchel so anschaue, dann sollten Sie vielleicht lieber die Trainerlaufbahn einschlagen. Ist ziemlich geschwollen. Ach was. Ich habe so einen Pass geschlagen, 30 Meter, dabei bin ich umgeknickt. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Glück gehabt, nichts gerissen. Mhm. Nur gedehnt. Sagen Sie nicht von der Verletzung schon vor ein paar Wochen am selben Fuß? Aha, ja. War nach dem Spiel gegen die Mediziner aus Halle, nicht wahr, Gerne? Ja, das war halb so schlimm. Ihr Knöchel entwickelt sich zu einem neuralgischen Punkt, Herr Professor. Ach was. Doch. Ihre Achillesferse sollten da aufpassen. Ach ja, bitte. Vergleichen Sie doch ruhig weiter mit griechischen Helden. Bin ja nur ich, die sich da mit seinen Größen warm rumschlagen muss. Also wenn er nicht mein Chef wäre, dann würde ich ihm sowieso empfehlen, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, ne? Aber ich bin Ihr Chef, Kreuzer. Und außerdem ein ganz genialer Spielmacher. Herr Professor, finden Sie nicht, ein großer Sportler sollte auf dem Zenit seiner Laufbahn abtreten? Ja. Ihr wollt einem armen, leidgeprüften Mann das Salz des Lebens nehmen. Und ich dachte immer, ich sei das Salz deines Lebens. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Sie hingegen, verehrte Oberschwester, sind die schönste Hauptsache der Welt. Kreuzer, Ihr Chef ist ein solcher Charmeur. Von dem können selbst Sie wieder eine Scheibe abschneiden. Arzu hat in ein paar Wochen ihre Prüfungen und macht vorher bei uns noch ein Praktikum. Wie praktisch. Tja, dann auch gute Zusammenarbeit. Yvonne und Vladi, Sie beide machen mit Arzu jetzt einen kleinen Rundgang und zeigen ihr alles. Okay. Sagen Sie, habe ich so einen Eindruck auf Sie gemacht, dass Sie gleich hier anheuern? Ein bisschen erinnern Sie mich an meinen Hund. Wenn ich mir was zu essen mache, denkt er auch immer, das wäre für ihn. Frau Dr. Kreuzer, musst du dich in Acht nehmen. Glauben Sie ja kein Wort. Sie wissen doch, Hunde, die bellen, beißen nicht. Dr. Kreuzer, ich würde es halt ganz gerne weitermachen. Ja, nur eins noch. Wenn Sie in diesem Haifischbecken hier überleben wollen, dann brauchen Sie unbedingt Hintergrundinformationen. Das ist ganz wichtig. Und die bekomme ich natürlich nur von Ihnen. Natürlich. Und wenn Sie wollen, gleich heute Abend nach Dienstschluss. Ich fürchte, da werden Sie selbst Gespräche führen müssen. Können ja auch ganz unterhaltsam sein. Gehst du mal ins Telefon? Gut gemacht. Schwester Yvonne? Nein. Dankeschön. Achtung, Kollegen. Ein alter Freund des Hauses wird gerade eingeliefert. Los,
Geben Sie mir was. Los, geben Sie mir irgendwas. Herzrasen, das ist halbweise Atemnot. Quatsch. Luft kriege ich genug, aber die Pumpe. Wir haben ihm gleich mal seinen Schlafanzug eingepackt. Danke. Ciao. Tschüss. Na, Kramer, haben Sie wieder mal Sehnsucht nach uns? Quatsch, ich bin froh, wenn ich euch Klempner nicht sehen muss. Und geben Sie mir irgendwas. Herzen? Nein. Druckgefühl in der Brust? Es ist kein Infarkt, Sie Anfänger. Und geben Sie mir verdammt noch mal irgendwas von diesem Beruhigungszeug. Eins, zwei, drei. Schwester, zwei Einheiten, wie immer. Ich bin gleich wieder da. Der hat mir gerade noch gefehlt. Ist er denn so schlimm? Ja, Kramer ist ein richtiger Kotzbrock. Das Schlimme ist, alle zwei, drei Wochen haben wir ihn an der Backe. Also oder kurz oder lang kriegt er einen Infarkt. Aber er lässt sich ja nicht helfen. Wieso? Er ist ein wandelnder Wutanfall. Bestimmt jeden, der in seine Nähe kommt. Wahrscheinlich, weil er bei einem Mampfer total Angst kriegt und dann durchdreht. Also Kramer, entschuldige, ist ein Penner. Normalerweise rede ich nicht so über Patienten, aber der... Kein Mensch weiß, warum er diese Anfälle überhaupt hat. Körperlich ist er völlig okay. Was Psychosomatisches? Wenn ein Arzt ihn daraufhin anspricht, dann springt den Kramer sofort an die Gurgel. Er will nur Medikamente. Tja. Man müsste mit ihm... Ja, so haben wir alle mal angefangen. Idealismus und so. Genieß, das ist bald vorbei. Gute Menschen arbeiten, ihnen helfen, ständig neue Herausforderungen. Ist doch toll. Na, Asu, gefällt es Ihnen bei uns? Ja. Schön. Dann gehen Sie jetzt ins Schwesternzimmer zu Schwester Renate und lassen sich in Ihren Dienst einweisen. Mach ich. Ich bin ja gar nicht daran. Oh, Schluss mit lustig. Sieht's wie Echtsuppe. Kalt ist es. Komm, es. Der Herr Kramer, einen wunderschönen guten Tag. Dieser Tag ist nicht schön. Hier drin ist jeder Tag der nackte Horror. Herzlich willkommen auf unserer Station, Zimmer 48. Das ist Dr. Heimann. Ist das ein Einzelzimmer? Nein, die sind alle belegt. Sind Sie noch recht bei Trost? Sie geben mir ein Einzelzimmer oder Sie können es vergessen. Herr Kramer, es ist leider so, dass... Geben Sie sich keine Mühe. Würden Sie mich bitte mal ausreden lassen? Es ist zwar ein Zweibettzimmer, aber außer Ihnen liegt da niemand drin. Aber wenn Ihnen das nicht gefällt, ich lasse Sie gerne so lange auf dem Flur liegen, bis ein Einbettzimmer frei wird. Ja, schon gut, solange das Zimmer leer bleibt von mir aus. Kann man sowieso niemanden zumuten mit Ihnen auf einem Zimmer. Medikation hilft nicht weiter. Das Herzrasen kommt immer wieder. Also Herzschrittmacher. Das sehe ich anders. Ist doch keine Frage der Sichtweise. Der Mann ist infarktgefährdet. Kramers Probleme sind psychosomatischer Art, diese dauernden Beschimpfungen. Sind Ausdruck seiner Angstzustände. Aus Angst wird Aggression. Was der Mann braucht, ist eine Therapie. Die wird er aber nicht machen. Soviel ich weiß, wehrt er sich mit Händen und Füßen dagegen. Psychotherapie, bis das greift, so lange kann der Mann nicht warten. Das nächste Mal stirbt er uns unter den Händen weg. Barach, Sie haben recht, aber Kramers Probleme wären mit einem Schrittmacher nicht gelöst. Der Körper sucht sich ein anderes Ventil und produziert neue Symptome. Was ist denn das für eine Argumentation? Das nächste Mal, wenn wir einen Schwerverletzten im OP haben, lösen wir erstmal seine privaten Probleme, bevor wir sein Leben retten, oder was? Natürlich nicht. Ich kann dieses psychosomatische Geschwafel nicht mehr hören. Super. Das ist wahr. Hypothesen, Vermutungen, am Kern der Sache immer haarscharf vorbei. So, und jetzt reicht's. Hey Kollegen, wir sind doch hier nicht auf dem Schulhof. Außerdem wird Kramer weder eine Operation durchführen lassen, noch wird er eine Therapie machen. Also ihr könnt echt aufhören mit eurer Prinzipienreiterei. Die Frau Schröder aus der 42 darf jetzt ab Montag wieder etwas essen. Bis dahin wird sie per Infusion. Oberschwester, wir bekommen noch einen Patienten. Wir sind voll. Ich weiß. Der soll auf eine andere Station. Sind auch alle belegt. Tja, dann geht's ja wohl nicht anders. Sie möchten noch den armen Patienten nicht zu Herrn Kramer legen, oder? Haben Sie eine bessere Idee? Der Letzte, der sich mit ihm ein Zimmer geteilt hat, ließ sich nach zwei Tagen in die Paracelsus-Klinik verlegen. Was man ihm ja wohl auch kaum verdenken konnte, aber... Haben wir eine andere Wahl? Der Kramer wird toben. Man muss es ihm vorher sagen. Schonend. Wer traut sich? Wird halten wir ihn ein paar Tage hier. Da werden sich meine Nerven wieder etwas beruhigen. Na, dann bringe ich Sie jetzt erstmal zu Ihrem Zimmergenossen, Herrn Kramer. Ach, Herr Kramer, die Station ist wohl voll? Alle Stationen. Sie haben Schmerzen? Ein wenig. Sie bekommen gleich ein Schmerzmittel. Wenn das mal gut geht. Ich denke ja gar nicht daran, kommt überhaupt nicht in Frage. Haben Sie so viel Stress, dass Ihr Mann so angegriffen ist? Meine Nerven sind einfach nicht die besten. Auch nur das Telefon zu klingeln, schon ziehen sich meine Magensäfte zusammen. Versuchen Sie es ruhig. Den schieb ich eigenhändig wieder raus auf den Flur. Was ist denn das für ein Geschrei? Da
Glauben Sie ja nicht, ich mache Witze. Glauben Sie das ja nicht. Kommen Sie schon. Kommen Sie. Herr Kramer, jetzt reißen Sie sich bitte mal zusammen. Ende der Diskussion. Ende. Auf Wiedersehen. Raus, raus, raus. Ich will keinen mehr sehen. Guten Tag, Herr Kramer. Ich bin Schwestern Schülerin Arso. Ich habe Ihnen jemanden mitgebracht. Ja? Den Herrn Kiso. Sie werden sich bestimmt gut vertragen. Guten Tag. Ist doch schöner, wenn man ein bisschen Gesellschaft hat. Finden Sie nicht auch? Ja. Ja. Herr Kiso hat noch gar kein Bett, oder? Oh, kommt sofort. Ja, wen haben wir denn da? Frau Kollegin. Reichardt, ich grüße Sie. Frau Professor Krenzler. Ihr kennt euch? Professor Simoni, ein Neuzugang? Er überlegt noch. Eine halbe Stunde und ich habe ihn soweit. Wie sieht's denn aus? Haben Sie was erreicht? Frau Professor Krenzler ist im Stadtrat. Ich weiß. Und sie setzt sich dort ein für die Budgeterhöhung an der Leipziger Klinik. Tatsächlich. Die Geschichte läuft, machen Sie sich keine Sorgen. Das geht alles seinen Gang. Das ist wirklich eine sehr schöne Anlage. Das hättest du sehen sollen. Der Kramer war wie verwandelt. Ja, und wie hat sie es gemacht? Ich meine, hat sie irgendwas gesagt oder getan? Nein, sie stand nur da. Sie war ganz normal. Hat er... Ich meine, vielleicht... Was, hä? Vielleicht hat Kramer sich in sie verknallt. Das ist ja ganz hübsch. Hübsch? Die Frau ist ein Hammer. Also, wenn ich mit Alina nicht so glücklich wäre, dann würde... Gut. Außerdem kann ich mir das nicht vorstellen. Der Typ könnte ihr Vater sein. Wenn nicht sogar ihr Großvater. Achim hat endlich ein neues Opfer gefunden. Was? Opfer? Warte mal. Ach so. Wie heißt sie? Roland Spind. Ist die neue Schwesternschülerin nicht dein Geschmack? Ach, die kleine Arso. Zu manchen Menschen muss man einfach nur ein bisschen nett sein. Dann geht das schon. Nicht bei Kramer. Also nichts gegen deine frische, unverbrauchte... Naivität. Naja, du wirst deine Erfahrung schon noch machen. Manche Patienten muss man einfach mit Vorsicht genießen. Sie haben wieder mal Glück gehabt, Herr Kramer. Aber oft wird Ihr Herz das nicht mehr mitmachen. Was geht Sie das an? Nichts, aber ich bin Ihr Arzt. Oh, Blödsinn. Ich bin Ihnen ausgeliefert. So sieht es aus. Das ist Dr. Barach, den kennen Sie ja auch schon. Tag, Herr Kramer. Ach Gott, der andere Kurpfuscher. Herr Kramer ist noch ein bisschen geschwächt und wir werden ihn für ein paar Tage hier behalten. Mhm. Verplemperte Zeit, wozu? Nennt mir einen vernünftigen Grund. Wir wollen, dass Sie wieder auf die Beine kommen. Ihr Brüder bringt mich höchstens unter die Erde. Herr Kramer, ich empfehle Ihnen nicht aufregen, das ist Gift für Sie. Sagen Sie mir nicht, was ich tun und lassen soll, ja? Und fangen Sie bloß nicht wieder mit Ihrem halbgaren Psychoquatsch an. Ihr könnt ja noch nicht mal rauskriegen, was mir fehlt. Dann schicke ich Ihnen mal eine Schwester vorbei und die bringt Sie auf Ihr Zimmer. Ja, du Feige! Chef, Professor Reichert ist da. Sehr schön. Vielen Dank, war schön mit Ihnen zu plaudern. Danke, gleichfalls. Kaffee? Ja, sehr aufmerksam, Barbara. Grüß dich, Paul. Schön, dich zu sehen. Du humpelst ja. Ja, Fußball. Beim Golf wäre dir das nicht passiert. Bitte. Gib's auf, seit Jahren versuchst du mich für Golf zu gewinnen. Ich habe dir die Unterlagen mitgebracht. Alles über das Thema Hepatologie, Vorträge, Artikel und so weiter. Ausgezeichnet. Und hier ein Antragsformular für den Golfclub. Du kannst es nicht lassen. Du weißt, ich gebe nie auf. Hast du übrigens gehört, dass Lindner Chefarzt wird in der Paracelsus-Klinik? Nein, Lindner? Ja, ist noch nicht offiziell, aber ich erfahre sowas immer zuerst. Und weißt du auch wieso? Golf. Genau. Deshalb kann ich dir auch sagen, wer für die Präsidentschaft der erste Kammer kandidiert. Du glaubst gar nicht, wen man im Golfclub alles trifft. Ja? Da erfährst du in einem Nachmittag mehr als sonst im ganzen Monat. Übrigens, wäre das nicht auch was für deine Frau? Ich meine, Golf ist ja nicht nur ein Sport, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Golfschläger in der Hand gehabt. Aber gerne, das lernst du. Glaub mir das. Weißt du was? Wir gehen jetzt für eine Stunde auf den Golfplatz. Du bekommst von mir einen Schnupperkurs.
Jetzt am Vormittag? Ja, natürlich. Du wirst sehen, wir werden nicht allein sein auf dem Golfplatz. Mr. Paul, ich bin im Moment wirklich nicht in der Form. Ach, du warst doch sonst immer für alles zu haben. Eine Stunde. Na komm. Naja. Ja, ja, so haben wir alle mal angefangen. Idealismus und so. Genieß es, das ist bald vorbei. Menschen arbeiten. Der Gesetzentwurf schon im Gesundheitsministerium. Na, na, Herr Kollege, darüber darf ich gar nicht mit Ihnen sprechen. Nicht offiziell. Und inoffiziell? Verstehe. Das war ein toller Schlag. Danke. Tja, Ballgefühl hat man oder man hat es nicht. So, wir machen es gleich noch mal. Das war gar nicht so schlecht. Nun ist aber Schluss mit Trübsalblasen. Wir machen alle mal Fehler. In ein paar Tagen lachen Sie drüber. Na, endlich ein Lächeln. Wie kommen Sie eigentlich damit klar? Die ständige Angst vor solchen Anfällen, wenn man nicht mal weiß, woran es liegt. Wissen Sie, das macht mich ganz und gar wahnsinnig. Das nächste Herzrasen kommt bestimmt. Mit dem Gedanken stehe ich auf und mit dem gehe ich ins Bett. Und die ganze Zeit über weiß ich, irgendwann ist es ein Infarkt. Manchmal rasten Sie ganz schön aus, oder? Es gibt Momente, da verliere ich die Kontrolle. Und wer mir dann über den Weg läuft, der hat schlechte Karten. Geht das wieder los? Ich mag das, wenn jemand schnarcht. Klingt lustig und irgendwie beruhigend. Finden Sie? Na dann. Ich versuche in jedem Menschen immer das Gute zu sehen. Vielleicht sollten Sie das auch mal probieren. Seit wann haben Sie denn schon dieses Herzrasen? Einige Monate. Ist damals irgendwas passiert? Etwas, auf das die Anfälle vielleicht zurückzuführen sind? Vielleicht sollte ich jetzt mal gehen. Sie haben seit einer Viertelstunde Dienstschluss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Herr Kramer. Die waren auf einmal einfach da, diese Anfälle. Mehr war nicht. Gibt's was Neues in der Klinik? Nö. Alles wie immer. Du hast mir noch gar nicht von der neuen Schwesternschülerin erzählt. Wieso sollte ich? Schwesternschülerin haben wir am laufenden Band. Die soll ziemlich hübsch sein. Ja, die ist süß. Naja. Stimmt es, dass du ihr hinterher starrst, wenn sie an dir vorbeigeht? Was soll denn das jetzt heißen? Appetit holt man sich auswärts, gegessen wird zu Hause. Ha, ha, ha. Amüsiert euch ruhig auf meine Kosten. Appetit, ja? Ich will aber nicht, dass du draußen rumläufst und dir Appetit holst. Wer Appetit hat, gönnt sich auch mal einen kleinen Snack. Wer sagt das? Die Biologie. Die Biologie? Das gilt vielleicht für Oberärzte. Erfahrung musst du noch machen. Manche Patienten muss man einfach mit Vorsicht genießen. Sie haben wieder mal Glück gehabt, Herr Kramer. Aber oft wird Ihr Herz das nicht mehr mitmachen. Was geht Sie das an? Nichts, aber ich bin Ihr Arzt. Oh, Blödsinn. Ich bin Ihnen ausgeliefert. So sieht es aus. Das ist Dr. Barath, den kennen Sie ja auch schon. Tag, Herr Kramer. Ach Gott, der andere Kurpfuscher. Herr Kramer ist noch ein bisschen geschwächt und wir werden ihn für ein paar Tage hier behalten. Mhm. Verplemperte Zeit, wozu? Nennt mir einen vernünftigen Grund. Wir wollen, dass Sie wieder auf die Beine kommen. Ihr Brüder bringt mich höchstens unter die Erde. Herr Kramer, ich empfehle Ihnen nicht aufregen, das ist Gift für Sie. Sagen Sie mir nicht, was ich tun und lassen soll, ja? Und fangen Sie bloß nicht wieder mit Ihrem halbgaren Psychoquatsch an. Ihr könnt ja noch nicht mal rauskriegen, was mir fehlt. Dann schicke ich Ihnen mal eine Schwester vorbei und die bringt Sie auf Ihr Zimmer. Da noch Feige! Chef, Professor Reichert ist da. Sehr schön. Vielen Dank, war schön mit Ihnen zu plaudern. Danke, gleichfalls. Kaffee? Sehr aufmerksam, Barbara. Grüß dich, Paul. Schön, dich zu sehen. Du humpelst ja. Ja, Fußball. Beim Golf wäre dir das nicht passiert. Bitte. Gib's auf, seit Jahren versuchst du mich für Golf zu gewinnen. Ich habe dir die Unterlagen mitgebracht. Alles über das Thema Hepatologie, Vorträge, Artikel und so weiter. Ausgezeichnet. Und hier ein Antragsformular für den Golfclub. Du kannst es nicht lassen. Du weißt, ich gebe nie auf.
Hast du übrigens gehört, dass Lindner Chefarzt wird in der Paracelsus-Klinik? Nein, Lindner? Ja, ist noch nicht offiziell, aber ich erfahre sowas immer zuerst. Und weißt du auch wieso? Golf. Genau. Deshalb kann ich dir auch sagen, wer für die Präsidentschaft der Ärztekammer kandidiert. Du glaubst gar nicht, wen man im Golfclub alles trifft. Ja? Da erfährst du in einem Nachmittag mehr als sonst im ganzen Monat. Übrigens, wäre das nicht auch was für deine Frau? Ich meine, Golf ist ja nicht nur ein Sport, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Golfschläger in der Hand gehabt. Aber gerne, das lernst du. Glaub mir das. Weißt du was? Wir gehen jetzt für eine Stunde auf den Golfplatz. Du bekommst von mir einen Schnupperkurs. Jetzt am Vormittag? Ja, natürlich. Du wirst sehen, wir werden nicht allein sein auf dem Golfplatz. Weißt du, Paul, ich bin im Moment wirklich nicht in der Form. Ja, du warst doch sonst immer für alles zu haben. Eine Stunde. Ja, ja, so haben wir alle mal angefangen, Idealismus und so. Genieß, das ist bald vorbei. Gute Menschen arbeiten, ihnen helfen, ständig neue Herausforderungen. Ist doch toll. Na, Asu, gefällt es Ihnen bei uns? Ja. Schön. Dann gehen Sie jetzt ins Schwesternzimmer zu Schwester Renate und lassen sich in Ihren Dienst einweisen. Mach ich. Ich bin ja gar nicht heran. Oh, nicht Schluss mit lustig. Andauernd mache ich alles falsch. Vergesst die Hälfte, habt den Spaß an meiner Arbeit schon so gut wie verloren. Sieht so eine gute Krankenschwester aus. Bevor Sie mich aufs Zimmer gebracht haben, war ich ein Nervenpunkt. Aber auf einmal war ich die Ruhe selbst. Nur wegen Ihnen. Als Sie mir Blut abgenommen haben, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben keine Angst gehabt. Und das, obwohl dieser grauenhafte Kerl direkt daneben seine Vorstellung gegeben hat, habe ich gewusst, das Mädel ist was Besonderes. Also erzählen Sie mir nicht, Sie seien keine gute Krankenschwester. Sie können vielleicht Komplimente machen. Wollen Sie Ihre ganze berufliche Zukunft abhängig machen von so einem Schwachkopf? Oder nehmen Sie Ihr Schicksal selbst in die Hand? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Sparen Sie sich das. Sowieso das letzte Mal, dass Sie mich hier zu sehen kriegen. Hören Sie, Mädchen, Sie gehen zu weit. Ich beschwere mich und Sie fliegen raus. Verlassen Sie sich drauf. Vergessen Sie es. Ich gehe sowieso. Die Ausbildung schmeiß ich hin. Mein Lebenstraum. Werfe ich einfach weg. Haben Sie sauber hingekriegt. Jetzt will ich nur noch eins von Ihnen wissen. Was ist mit Ihnen los? Warum sind Sie so ein widerlicher alter Mann? Niemand redet so mit mir. Hören Sie? Niemand! Und schon gar nicht so eine dahergelaufene... Sie haben hier schon ein Dutzend Mal gelegen. Nie hat irgendjemand Sie besucht. Sie haben keine Familie, stimmt's? Oder finden Ihre Verwandten Sie so ekelhaft, dass Sie nichts von Ihnen wissen wollen? Sandra. Sandra? Los, halt sie ab! Wer ist Sandra? Meine Tochter. Sandra ist meine Tochter. Sie hat auch Klavier gespielt. Sie war wie ein richtiger Wirbelwind. Wo sie hinkam, da herrschte gute Laune. Sie war wie ich? Und die Ähnlichkeit, das war, als wäre sie plötzlich wieder da. Es war so tröstlich, aber dann habe ich es nicht mehr ertragen. Was ist passiert? Ich saß am Steuer. Der Lastwagenfahrer dachte, er hätte Vorfahrt. Ich wurde kaum verletzt, aber sie... Sie wurde total zerquetscht. Direkt neben mir. Muss er denn auch unbedingt Fußball spielen? In dem Alter. Warum kann er nicht schön gepflegt mit mir ins Theater gehen? Ja. Männer brauchen was, wobei sie kurze Hosen tragen können. Wer sagt das? Meine Mutter. Kluge Frau. Hat sie Ihnen auch gesagt, dass alle Kerle gleich sind? Treiben Raubbau mit ihrer Gesundheit. Arbeiten zu viel. Starrköpfig. Also. Wehleidig. Nun ist aber genug, ja? Was ist denn hier los? Herr Kreuzer, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Retten Sie mich, ich werde gerade Opfer der Emanzipation. Professor, lassen Sie mich raten, Sie haben mit der Fußball gespielt. Und so ist es. Ich übernehme das. Und was kann ich für Sie tun?
mir leid, ich bin kerngesund. Herr Oberarzt, würden Sie sich liebenswürdigerweise vielleicht um Ihren Chef kümmern? Selbstverständlich. Entschuldigen Sie uns bitte. Sagen Sie, wo finde ich die Oberschwester? Was wollen Sie denn von ihr? Ich fange ein Praktikum an, bin Schwesternschülerin. Ach so, ja, ich erinnere mich. Oberschwester Ingrid Rischke. Hallo. Herzlich willkommen. Das ist jedes Jahr ein Ereignis, Kreuzer. Fantastisch. Wer hat da jetzt eigentlich gespielt? Ja, Leipzig gegen Dresden. Die Ärzte von Leipzig gegen die von Dresden. Ja, wenn ich mir den Knöchel so anschaue, dann sollten Sie vielleicht lieber die Trainerlaufbahn einschlagen. Das ist ziemlich geschwollen. Ach was. Ich habe so einen Pass geschlagen, 30 Meter. Dabei bin ich umgeknickt. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Glück gehabt, nichts gerissen. Mhm. Nur gedehnt. Sagen Sie nicht von der Verletzung schon vor ein paar Wochen am selben Fuß? Aha, ja. War nach dem Spiel gegen den Mediziner aus Halle, nicht wahr, Gerne? Ja, das war halb so schlimm. Ihr Knöchel entwickelt sich zu einem neuralgischen Punkt, Herr Professor. Ach was. Doch, doch, doch. Ihre Achillesferse sollten da aufpassen. Ach ja, bitte. Vergleichen Sie doch ruhig weiter mit griechischen Helden. Bin ja nur ich, die sich da mit seinen größten Waren rumschlagen muss. Also wenn er nicht mein Chef wäre, dann würde ich ihm sowieso empfehlen, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, ne? Aber ich bin Ihr Chef, Kreuzer. Und außerdem ein ganz genialer Spielmacher. Herr Professor, finden Sie nicht, ein großer Sportler sollte auf dem Zenit seiner Laufbahn abtreten? Ja. Ihr wollt einem armen, leidgeprüften Mann das Salz des Lebens nehmen. Und ich dachte immer, ich sei das Salz deines Lebens. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Sie hingegen, verehrte Oberschwester, sind die schönste Hauptsache. Kreuzer, Ihr Chef ist ein solcher Charmeur. Von dem können selbst Sie wieder eine Scheibe abschneiden. Arzu hat in ein paar Wochen ihre Prüfungen und macht vorher bei uns noch ein Praktikum. Wie praktisch. Tja, dann auch gute Zusammenarbeit. Yvonne und Fladi, Sie beide machen mit Arzu jetzt einen kleinen Rundgang und zeigen ihr alles. Okay. Sagen Sie, habe ich so einen Eindruck auf Sie gemacht, dass Sie gleich hier anheuern? Ein bisschen erinnern Sie mich an meinen Hund. Wenn ich mir was zu essen mache, denkt er auch immer, das wäre für ihn. Ja, sowas immer zuerst. Und weißt du auch wieso? Golf. Genau. Deshalb kann ich dir auch sagen, wer für die Präsidentschaft der erste Kammer kandidiert. Du glaubst gar nicht, wen man im Golfclub alles trifft. Ja? Da erfährst du in einem Nachmittag mehr als sonst im ganzen Monat. Übrigens, wäre das nicht auch was für deine Frau? Ich meine, Golf ist ja nicht nur ein Sport, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Golfschläger in der Hand gehabt. Aber gerne, das lernst du. Glaub mir das. Weißt du was? Wir gehen jetzt für eine Stunde auf den Golfplatz. Du bekommst von mir einen Schnupperkurs. Jetzt am Vormittag? Ja, natürlich. Du wirst sehen, wir werden nicht allein sein auf dem Golfplatz. Weißt du, Frau, ich bin im Moment wirklich nicht in der Form. Du warst doch sonst immer für alles zu haben. Eine Stunde. Ja, so haben wir alle mal angefangen. Idealismus und so. Genieß es, das ist bald vorbei. Mit Menschen arbeiten, ihnen helfen, ständig neue Herausforderungen. Ist doch toll. Na, also, gefällt es Ihnen bei uns? Ja. Schön. Dann gehen Sie jetzt ins Schwesternzimmer zu Schwester Renate und lassen sich in Ihren Dienst einweisen. Mach ich. Ich bin ja gar nicht der Rand. Oh, nur Schluss mit lustig. Zieht's wie Hechtsuppe. Kalt ist es. Komm, es. Der Herr Kramer, einen wunderschönen guten Tag. Dieser Tag ist nicht schön. Hier drin ist jeder Tag der nackte Horror. Herzlich willkommen auf unserer Station, Zimmer 48. Das ist für Dr. Heimann. Ist das ein Einzelzimmer? Nein, die sind alle belegt. Sind Sie noch recht bei Trost? Sie geben mir ein Einzelzimmer oder Sie können es vergessen. Herr Kramer, es ist geben leider Sie so, Geben Sie sich keine Mühe. Würden Sie mich bitte mal ausreden lassen? Es ist zwar ein Zweibettzimmer, aber außer Ihnen liegt da niemand drin. Aber wenn Ihnen das nicht gefällt, ich lasse Sie gerne so lange auf dem Flur liegen, bis ein Einbettzimmer frei wird. Ja, schon gut, solange das Zimmer leer bleibt, von mir aus. Kann man sowieso niemanden zumuten mit Ihnen auf einem Zimmer. Medikation hilft nicht weiter. Das Herzrasen kommt immer wieder. Also Herzschrittmacher. Das sehe ich anders. Ist doch keine Frage der Sichtweise. Der Mann ist infarktgefährdet. Kramers Probleme sind psychosomatischer Art, wie sie dauernd in Beschimpfung sind Ausdruck seiner Angstzustände. Aus Angst wird Aggression. Was der Mann braucht, ist eine Therapie. Die wird er aber nicht machen. Soviel ich weiß, wehrt er sich mit Händen und Füßen dagegen. Psychotherapie, bis das greift, so lange kann der Mann nicht warten. Das nächste Mal stirbt er uns unter den Händen weg.
Ach, Sie haben recht, aber Kramers Probleme wären mit einem Schrittmacher nicht gelöst. Der Körper sucht sich ein anderes Ventil und produziert neue Symptome. Was ist denn das für eine Argumentation? Das nächste Mal, wenn wir einen Schwerverletzten im OP haben, lösen wir erstmal seine privaten Probleme, bevor wir sein Leben retten, oder was? Natürlich nicht. Ich kann dieses psychosomatische Geschwafel nicht mehr hören. Super. Das ist wahr. Hypothesen, Vermutungen, am Kern der Sache immer haarscharf vorbei. So, und jetzt reicht's. Hey, Kollegen, wir sind doch hier nicht auf dem Schulhof. Gibt's was Neues in der Klinik? Nö. Alles wie immer. Du hast mir noch gar nicht von der neuen Schwesternschülerin erzählt. Wieso sollte ich? Schwesternschülerin haben wir am laufenden Band. Die soll ziemlich hübsch sein. Ja, die ist süß. Naja. Stimmt es, dass du ihr hinterher starrst, wenn sie an dir vorbeigeht? Was soll denn das jetzt heißen? Appetit holt man sich auswärts. Gegessen wird zu Hause. Ha, ha, ha. Amüsiert euch ruhig auf meine Kosten. Appetit, ja? Ich will aber nicht, dass du draußen rumläufst und dir Appetit holst. Wer Appetit hat, gönnt sich auch mal einen kleinen Snack. Wer sagt das? Die Biologie. Die Biologie? Das gilt vielleicht für Oberärzte. Aber nicht für mich. Wenn ich mal in anderen Mädchen hinterher schaue, dann hat das nichts zu sagen. Ich hab doch das süßeste, schönste, hinreißendste Mädchen. Hey, du machst mich völlig verrückt. Und ich liebe nur dich. Ja, Jonas, dich natürlich auch. Entschuldigung, dich liebe ich natürlich auch. Komm, komm, Kinder, Essen wird weg. Ach, ist das nicht schön. Frische Luft, Bewegung, nette Leute. Zum Wohl, Oberschwester. Herr Professor? Na, was sagst du? Das ist doch eine ungefährliche Alternative zum Fußball. Obendrein können wir beide noch gemeinsam Zeit verbringen und Spaß haben. Na gut, am Anfang tut man sich immer ein bisschen schwer. Wie findest du Frau Professor Krenzler? Tolle Frau, nicht? Ja, beeindruckend. Das Ganze bringt mir auch beruflich noch was ein, dass ich da nicht schon früher drauf gekommen bin. Guten Morgen, Kiso. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kramer. Sie haben wohl gut geschlafen. Wie in Abrahams Schoß. Ruhepuls? 78. Herr Doktor, lassen Sie mich doch einfach noch ein paar Tage hier liegen. Das ist die reinste Erholung. Na, ich möchte natürlich, dass Sie gesund werden. Und bitte erholen Sie sich weiter. Ich gucke nachmittag noch mal rein. Ja, schönen Tag. Oh, Sie mögen Verdi? Oh, Sie kennen sich aus? Naja, den Triumphmarsch, ne? Und Verdi. Würde ja jeder erkennen. Nein, aber ich bin tatsächlich vom Fach. Sind Sie Musiker? Ach, dafür hat es leider nicht gereicht. Chefinspizient an der Leipziger Oper. Wow. So doll ist es ja nun auch wieder nicht. Ich habe lange davon geträumt, Musik zu machen. Gesangsunterricht, Klavierunterricht. Aber meine Eltern wollten, dass ich was Solides lerne. La 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 la. Naja, wahrscheinlich hatten Sie ja ganz recht, wa? Ja? Den Herrn Kiso. Sie werden sich bestimmt gut vertragen. Guten Tag. Ist doch schöner, wenn man ein bisschen Gesellschaft hat. Finden Sie nicht auch? Ja. Ja. Herr Kiso hat noch gar kein Bild, oder? Oh, kommt sofort. Ja, wen haben wir denn da? Frau Kollegin. Reichert, ich grüße Sie. Frau Professor Krenzler. Ihr kennt euch? Professor Simoni, ein Neuzugang? Er überlegt noch. Eine halbe Stunde und ich habe ihn soweit. Wie sieht's denn aus? Haben Sie was erreicht? Frau Professor Krenzler ist im Stadtrat. Ich weiß. Und sie setzt sich dort ein für die Budgeterhöhung an der Leipziger Klinik. Tatsächlich. Die Geschichte läuft, machen Sie sich keine Sorgen. Das geht alles seinen Gang. Das ist wirklich eine sehr schöne Anlage. Das hättest du sehen sollen. Der Kramer war wie verwandelt. Ja, und wie hat sie es gemacht? Ich meine, hat sie irgendwas gesagt oder getan? Nein, sie stand nur da. Sie war ganz normal. Hat er... Ich meine, vielleicht... Was, hä? Vielleicht hat Kramer sich in sie verknallt.
ja ganz hübsch. Hübsch? Die Frau ist ein Hammer. Also wenn ich mit Alina nicht so glücklich wäre, dann wird... Gut. Außerdem kann ich mir das nicht vorstellen. Der Typ könnte ihr Vater sein. Wenn nicht sogar ihr Großvater. Achim hat endlich ein neues Opfer gefunden. Was? Opfer? Warte mal. Ach so. Wie heißt sie? Roland Spind. Ist die neue Schwesternschülerin nicht dein Geschmack? Ach, die kleine Asu. Ja, die ist wirklich süß, ne? Stimmt, die ist echt süß. Hör mal, wer mit meiner Tochter zusammen ist, der guckt gefälligst keine anderen Frauen an. Will die Kleine auf deinen Charme etwa rein? Hm. Roland will ja nur für Gesprächsstoff sorgen, ne? Ist sie das? Ja. Aber wie benimmst du dich? Ist ja peinlich. Darf ich Ihnen gratulieren? Sie sind die hübscheste Frau, die jemals diese Cafeteria betreten hat. Ich möchte Ihnen auch gratulieren. Sie sind der charmanteste Schaumschläger, der mir in den letzten 5 Minuten begegnet ist. Nur weiter so. Ist sie nicht ein bisschen jung für dich? Wieso? Sie ist 19. Na, aber cleverer als die meisten 30-Jährigen, ne? Oh, zumindest cleverer als Sie, Herr Doktor. Können Sie das eben mal mitnehmen, bitte? Ja. Okay. So. Da. Ah, ja. Drin ist er. Anna Wetter. Geil. Ja, wir haben bald unsere erste Trainingsstunde. Wir? Ja, Paul gibt uns Unterricht. Also, Moment mal. Was? Ich kann das nicht. Ich auch nicht. Außerdem habe ich dafür gar nichts zum Anziehen. Du kannst doch anziehen, was du willst. Aber... Ja, ich kann auch nicht spielen. Also, Paul hat mir einen seiner Schläger zum Üben überlassen. Wir werden eine Menge Spaß haben. Ich weiß nicht. Golf ist so... elitär. Ach, das sind ganz normale Leute. Diese Trainingsstunde, wann soll denn die sein? Gleich nach Dienstschluss. Was? Heute? Ja, heute. Oberschwester, nicht lange gefackelt. Oh! Ha! Keine Ahnung. Herr Kramer. Was machen Sie denn? Herzmassage. Sag mal, was soll das denn? Herr Kramer? Herr Kramer? Nehmen Sie mich. Hey! Was ist los? Was soll das Geschrei? Wie fühlen Sie sich? Großartig. Wenn Sie vielleicht aufhören würden, mich anzustarren. Sie haben wohl schlecht geträumt, hm? Ja, kann schon sein. Nochmal, Arzu. Bei sowas müssen Sie entweder reagieren wie Fladi, das geht mit entsprechender Erfahrung. Richtiger ist, Sie rufen sofort einen Arzt. Herzmassage bei einem Risikopatienten, Arzu, das geht nicht. Das dürfen Sie nicht. Viel zu gefährlich. Natürlich. Ich weiß ja, aber in dem Moment habe ich gedacht, gleich ist er tot. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren, mein Kind. Hm? Okay. Na, dann wollen wir mal keine Zeit verlieren. Ich zeige euch mal einen Abschlag. Ja. Oh. So, Gernot, jetzt bist du... Den Tag, an dem du endlich damit aufhörst, den erkläre ich zum Feiertag. Halt mal nichts an, ist halb so wild. Oh. Kann ich Ihnen helfen? Ach, das ist aber nett von Ihnen, danke. Muss er denn auch unbedingt Fußball spielen? In dem Alter. Warum kann er nicht schön gepflegt mit mir ins Theater gehen? Ja, ja. Männer brauchen was, wobei sie kurze Hosen tragen können. Wer sagt das? Meine Mutter.
Kluge Frau. Hat sie Ihnen auch gesagt, dass alle Kerle gleich sind? Treiben Raubbau mit ihrer Gesundheit. Arbeiten zu viel. Starrköpfig. Wehleidig. Das ist aber genug, ja? Was ist denn hier los? Kreuzer, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Retten Sie mich, ich werde gerade Opfer der Emanzipation. Professor, lassen Sie mich raten, Sie haben wieder Fußball gespielt. Und so ist es. Ich übernehme das. Und was kann ich für Sie tun? Tut mir leid, ich bin kerngesund, Herr Oberarzt. Würden Sie sich liebenswürdigerweise vielleicht um Ihren Chef kümmern? Selbstverständlich. Entschuldigen Sie uns bitte. Sagen Sie, wo finde ich die Oberschwester? Was wollen Sie denn von ihr? Ich fange ein Praktikum an, bin Schwesternschülerin. Ach so, ach so, ja, ich erinnere mich. Oberschwester Ingrid Rischke. Hallo. Herzlich willkommen. Das ist jedes Jahr ein Ereignis, Kreuzer. Fantastisch. Wer hat da jetzt eigentlich gespielt? Ja, Leipzig gegen Dresden. Was? Die Ärzte von Leipzig gegen die von Dresden. Ja, wenn ich mir den Knöchel so anschaue, dann sollten Sie vielleicht lieber die Trainerlaufbahn einschlagen. Ist ziemlich geschwollen. Ach was. Ich habe so einen Pass geschlagen, 30 Meter. Dabei bin ich umgeknickt. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Glück gehabt, nichts gerissen. Mhm. Nur gedehnt. Sagen Sie nicht von der Verletzung schon vor ein paar Wochen am selben Fuß? Aha, ja. War nach dem Spiel gegen die Mediziner aus Halle, nicht wahr, Gerne? Ja, das war halb so schlimm. Ihr Knöchel entwickelt sich zu einem neuralgischen Punkt, Herr Professor. Ach was. Doch, doch, doch. Ihre Achillesferse sollten da aufpassen. Ach ja, bitte. Vergleichen Sie doch ruhig weiter mit griechischen Helden. Bin ja nur ich, die sich da mit seinen Größenwahn rumschlagen muss. Also wenn er nicht mein Chef wäre, dann würde ich ihm sowieso empfehlen, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, ne? Aber ich bin Ihr Chef, Kreuzer. Und außerdem ein ganz genialer Spielmacher. Herr Professor, finden Sie nicht, ein großer Sportler sollte auf dem Zenit seiner Laufbahn abtreten? Ja. Ihr wollt einem armen, leidgeprüften Mann das Salz des Lebens nehmen. Und ich dachte immer, ich sei das Salz deines Lebens. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Sie hingegen, verehrte Oberschwester, sind die schönste Hauptsache der Welt. Kreuzer, Ihr Chef ist ein solcher Charmeur. Von dem können selbst Sie wieder eine Scheibe abschneiden. Arzu hat in ein paar Wochen ihre Prüfungen und macht vorher bei uns noch ein Praktikum. Wie praktisch. Tja, dann auch gute Zusammenarbeit. Yvonne... Warte, Sie wissen doch, Hunde, die bellen, beißen nicht. Dr. Kreuzer, ich würde es halt ganz gerne weitermachen. Ja, nur eins noch. Wenn Sie in diesem Haifischbecken hier überleben wollen, dann brauchen Sie unbedingt Hintergrundinformationen. Das ist ganz wichtig. Und die bekomme ich natürlich nur von Ihnen. Natürlich. Und wenn Sie wollen, gleich heute Abend nach Dienstschluss. Ich fürchte, da werden Sie selbst Gespräche führen müssen. Kann ja auch ganz unterhaltsam sein. Gehst du mal ins Telefon? Gut gemacht. Schwester Yvonne? Nein. Dankeschön. Achtung, Kollegen. Ein alter Freund des Hauses wird gerade eingeliefert. Los, geben Sie mir was. Los, 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 geben Sie mir irgendwas. Herzrasen, das ist halbweise atemlos. Quatsch, Luft kriege ich genug, aber die Pumpe. Wir haben ihm gleich mal seinen Schlafanzug eingepackt. Danke, tschüss. Na, Herr Kramer, haben Sie wieder mal Sehnsucht nach uns? Ja, Quatsch, ich bin froh, wenn ich euch Klempner nicht sehen muss. Und geben Sie mir irgendwas! Herzen? Nein! Ruckgefühl in der Brust? Es ist kein Infarkt, Sie Anfänger. Und geben Sie mir verdammt nochmal irgendwas von diesem Beruhigungszeug! Eins, zwei, drei. Schwester, zwei Einheiten, wie immer. Ich bin gleich wieder da. Der hat mir gerade noch gefehlt. Ist er denn so schlimm? Ja. Kramer ist ein richtiger Kotzbrocken. Das Schlimme ist, alle zwei, drei Wochen haben wir ihn an der Backe. Also, wer kurz oder lang kriegt einen Infarkt. Aber er lässt sich ja nicht helfen. Wieso? Er ist ein wandelnder Wutanfall. Bestimmt jeden, der in seine Nähe kommt. Wahrscheinlich, weil er bei einem Ampfer total Angst kriegt und dann durchdreht. Also, Kramer, entschuldige, ist ein Penner. Normalerweise rede ich nicht so über Patienten, aber der... Kein Mensch weiß, warum er diese Anfälle überhaupt hat. Körperlich ist er völlig okay. Was Psychosomatisches? Wenn ein Arzt ihn daraufhin anspricht, dann springt den Kramer sofort an die Gurgel. Er will nur Medikamente. Tja. Man müsste mit ihm mal richtig sprechen. Würde ich gern tun. Du? Wieso nicht? Naja. Weil wir nicht möchten, dass du gleich am ersten Tag alles hinschmeißt vor lauter Frust. Schwierige Patienten wirst du schon noch früh genug bekommen. Zu manchen Menschen muss man einfach nur ein bisschen nett sein. Dann geht das schon. Nicht bei Kramer. Also nichts gegen deine frische, unverbrauchte... Naivität. Naja. Du wirst deine Erfahrung schon noch machen. Manche Patienten muss man einfach mit Vorsicht genießen.
Sie haben wieder mal Glück gehabt, Herr Kramer. Aber oft wird Ihr Herz das nicht mehr mitmachen. Was geht Sie das an? Nichts, aber ich bin Ihr Arzt. Oh, Blödsinn. Ich bin Ihnen ausgeliefert. So sieht es aus. Das ist Dr. Barath, den kennen Sie ja auch schon. Tag, Herr Kramer. Ach Gott, der andere Kurpfuscher. Herr Kramer ist noch ein bisschen geschwächt und wir werden ihn für ein paar Tage hier behalten. Mhm. Verplemperte Zeit, wozu? Nennt mir einen vernünftigen Grund. Wir wollen, dass Sie wieder auf die Beine kommen. Ich weiß ja. Aber in dem Moment habe ich gedacht, gleich ist er tot. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren, mein Kind. Hm? Okay. Na, dann wollen wir mal keine Zeit verlieren. Ich zeige euch mal einen Abschlag. Ja. So, Gernot, jetzt bist du dran. Komm. Ist denn einfach so? Ja, einfach so. Ich zeige dir, wie man den Schläger hält. Keine Ahnung. Ein bisschen in den Knie. Einfach durchschwingen. Durchschwingen. So. Bitte. Toll! Gratuliere. Anfängerglück. Nein, du hast Talent. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hallo. Krenzler. Ingrid Rischke. So, Ingrid, jetzt sind Sie dran. Kommen Sie. Mit den Schuhen haben Sie keinen guten Stand. Damit Sie ein Gefühl für den Ball bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Natürlich, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann liegt der Gesetzentwurf schon im Gesundheitsministerium. Na, Herr Kollege, darüber darf ich gar nicht mit Ihnen sprechen. Nicht offiziell. Und inoffiziell? Ich verstehe. Das war ein toller Schlag. Danke. Tja, Ballgefühl hat man oder man hat es nicht. Na, so, wir machen es gleich noch mal. Das war gar nicht so schlecht. Nun ist aber Schluss mit Trübsalblasen. Wir machen alle mal Fehler. In ein paar Tagen lachen Sie drüber. Na, endlich ein Lächeln. Wie kommen Sie eigentlich damit klar? Die ständige Angst vor solchen Anfällen. Wenn man nicht mal weiß, woran es liegt. Wissen Sie, das macht mich ganz und gar wahnsinnig. Das nächste Herzrasen kommt bestimmt. Mit dem Gedanken stehe ich auf. Und mit dem gehe ich ins Bett. Und die ganze Zeit über weiß ich, irgendwann ist es ein Infarkt. Manchmal rasten Sie ganz schön aus, oder? Ja, es gibt Momente, da verliere ich die Kontrolle. Und wer mir dann über den Weg läuft, der hat schlechte Karten. Geht das wieder los? Ich mag das, wenn jemand schnarcht. Klingt lustig und irgendwie beruhigend. Finden Sie? Na dann. Ich versuche in jedem Menschen immer das Gute zu sehen. Vielleicht sollten Sie das auch mal probieren. Seit wann haben Sie denn schon dieses Herzrasen? Einige Monate. Ist damals irgendwas passiert? Etwas, auf das die Anfälle vielleicht zu. Aber zuerst lief es doch so gut. Ja, weil Sie ein Händchen haben für den Beruf. Sie lieben die Menschen und die Menschen reagieren darauf. Freuen Sie sich, fühlen Sie sich geschätzt. Sie haben nur einen ganz gravierenden Fehler gemacht. Die professionelle Distanz zu verlieren. Richtig, und so einer wie Kramer nutzt das gnadenlos aus. Hey, hast du Frau Glasmann schon ihre Pillen gebracht? Habe ich total vergessen. Ach so, Sie müssen versuchen, das wegzustecken. Das muss ich Sie beurlauben. Vorübergehend. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Das wäre für Ihre Beurteilung eine ziemliche Katastrophe. Sowas darf Sie nicht von Ihrer übrigen Arbeit abhalten. Ich weiß. Ich werde Sie aus dem Verkehr ziehen. Sie werden das Zimmer von Kramer nicht mehr betreten. Ganz gleich, was passiert. Schämen sollten Sie sich, Herr Kramer. Das arme Mädel ist völlig runter mit den Nerven, total am Ende. Und warum? Weil Sie nicht wissen, wie sich ein zivilisierter Mensch zu benehmen hat. Halten wir die Luft an! Nein, Sie halten jetzt mal die Luft an. Und wenn Sie auch noch einen Funken Anstand in sich haben, dann gehen Sie jetzt hin zu den Mädeln und entschuldigen sich.
Lesen Sie aus dem Kaffeesatz. Hallo. Was sehen Sie? Jemand, der bald vielleicht seine Ausbildung abbricht. Ich verrate Ihnen jetzt mal was. Sie sind nicht nur die hübscheste Krankenschwester, die mir je begegnet ist, sondern auch die beste. Ein Mann in meinem Alter hat schon zwei oder drei gesehen. Ich bin lieb von Ihnen, aber ich muss Sie enttäuschen. Andauernd mache ich alles falsch. Vergesst die Hälfte, hab den Spaß an meiner Arbeit schon so gut wie verloren. Sieht so eine gute Krankenschwester aus. Bevor Sie mich aufs Zimmer gebracht haben, war ich ein Nervenbündel. Aber auf einmal war ich die Ruhe selbst. Nur wegen Ihnen. Als Sie mir Blut abgenommen haben, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben keine Angst gehabt. Und das, obwohl dieser grauenhafte Kerl direkt daneben seine Vorstellung gegeben hat, habe ich gewusst, das Mädel ist was Besonderes. Also erzählen Sie mir nicht, Sie seien keine gute Krankenschwester. Sie können vielleicht Komplimente machen. Wollen Sie Ihre ganze berufliche Zukunft abhängig machen von so einem Schwachkopf? Oder nehmen Sie Ihr Schicksal selbst in die Hand? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Sparen Sie sich das. Sowieso das letzte Mal, dass Sie mich hier zu sehen kriegen. Hören Sie, Mädchen, Sie gehen zu weit. Ich beschwere mich und Sie fliegen raus. Verlassen Sie. Dann geht's ja wohl nicht anders. Sie möchten noch den armen Patienten nicht zu Herrn Kramer legen, oder? Haben Sie eine bessere Idee? Der Letzte, der sich mit ihm ein Zimmer geteilt hat, ließ sich nach zwei Tagen in die Paracelsus-Klinik verlegen. Was man ihm ja wohl auch kaum verdenken konnte, aber haben wir eine andere Wahl? Der Kramer wird toben. Man muss es ihm vorher sagen. Schonend, wer traut sich? Nein. Nein, mein Kind, für Sie ist das noch nichts. Sie sollen Ihren Enthusiasmus nicht schon gleich am ersten Tag verlieren. Sowas mache ich schon selbst und Sie, Fladi, Sie begleiten mich, ja? Fladi, ja, wieso denn ich? Naja, so einem wie Kramer sollte man nur zu zweit entgegentreten. Ja, sehr witzig. Hältst du mal. Dann komm hier ja nur mal wieder ich als Bodyguard in Frage, was? Auf in den Kampf. Ja. Herr Kramer, jetzt haben wir doch noch für Sie eine sehr angenehme Gesellschaft gefunden. Was? Was? Der Herr heißt Kiso und ist ein äußerst netter, ruhiger, älterer Herr. Also stören wird er Sie nicht im Mindesten. Sie werden ihn kaum bemerken. Man hat mir ausdrücklich zugesichert, da kommt keiner rein. Ausdrücklich! Ich weiß. Und sobald ich irgendwo ein Bett frei habe, werde ich diesen Herrn auch dorthin verlegen. Sehen Sie, Herr Kramer, es ist doch vielleicht nur für ein paar Stunden. Das ist eine Unverschämtheit. Bodenlos! Ohne Gleichen! Bitte, bitte beruhigen Sie sich. Hier kommt keiner rein, haben Sie das kapiert? Ruhig. Ich lass mich nicht bescheißen, ich nicht! Herr Kramer, bitte ganz ruhig. Fährlich! Und weil wir nicht wollen, dass aus der Gastritis ein Magengeschwür wird, halten wir ihn ein paar Tage hier. Da werden sich meine Nerven wieder etwas beruhigen. Na, dann bringe ich Sie jetzt erstmal zu Ihrem Zimmergenossen, Herrn Kramer. Ja, Herr Kramer, die Station ist wohl voll? Alle Stationen. Sie haben Schmerzen? Ein wenig. Sie bekommen gleich ein Schmerzmittel. Wenn das mal gut geht. Ich denke ja gar nicht daran, kommt überhaupt nicht in Frage. Haben Sie so viel Stress, dass Ihr Magen so angegriffen ist? Meine Nerven sind einfach nicht die besten. Braucht nur das Telefon zu klingeln. Schon ziehen sich meine Magensäfte zusammen. Versuchen Sie es ruhig. Den schieb ich eigenhändig wieder raus aus dem Flur. Was ist denn das für ein Geschrei? Glauben Sie gar nicht, ich mach mit. Glauben Sie das gar nicht. Kommen Sie schon. Kommen Sie. Herr Kramer, jetzt reißen Sie sich bitte mal zusammen. Ende der Diskussion. Ende. Auf Wiedersehen. Raus, raus, raus. Ich will keinen mehr sehen. Guten Tag, Herr Kramer. Ich bin Schwester und Schülerin Arso. Ich habe Ihnen jemanden mitgebracht. Ach ja? Den Herrn Kiso. Sie werden sich bestimmt gut vertragen. Guten Tag. Ist doch schöner, wenn man ein bisschen Gesellschaft hat.